And it's a joy to welcome you in our special Zoom meeting tonight, our special meeting with Lauren, our founder and senior elder and leader. That's a very special. Wir sind schon 5 Minuten nach 7 und hier in unserer europäischen Zeit. Und es ist sehr besonders, heute Abend hier zu sein und Lauren willkommen zu heißen. Wir haben von dem Treffen erst letzte Woche bekommen und danke, dass du Platz in deinem Kalender für uns gemacht hast. Bienvenue à tous. Donc ça va être l'heure de commencer. Donc vous avez seulement entendu il y a à peu près 2 semaines qu'on allait avoir cette rencontre avec Lauren. Mais bienvenue à tous. On se réjouit de voir ce que le Seigneur va faire ce soir. And I'd like to all welcome you as a YWAM Europe community. Welcome to this special meeting. Und ich möchte euch alle zu dieser JMEM Gemeinschaft willkommen heißen. Herzlich willkommen. Of course, a very special welcome to Lauren. Thank you so much, Lauren, for getting up early and being willing and ready to speak to us and meet with us. Et bien sûr, bienvenue à Lauren. Merci d'être levé tôt ce matin. Und ein ganz besonderes Willkommen für Lauren. Herzlich willkommen heute Abend hier. Danke, dass du so früh aufgestanden bist und Zeit gemacht hast, freigemacht hast, um bei uns zu sein. Was können wir heute Abend erwarten? Es wird eine Überraschung sein für alle von uns. Aber der Hauptpunkt wird sein, was Lauren heute Abend mit uns teilen wird. Now you are unmuted. That's good. Okay, I don't know what happened. Okay. So after Lauren has been sharing, we will look a little bit at some of the implementation of the vision. Et après que Lauren ait partagé ce qu'il y a sur son cœur, on va regarder comment on va cette vision dont nous a partagé. Darauf, was wir heute Abend machen mit seiner Vision. How can we help you to run with this? Et on aimerait aussi regarder ce qu'on peut mettre sur pied en Europe. Und was können wir in Europa möglich machen und wie können wir es hier in Europa zum Laufen bringen? I'm very thankful for the technical support, Mike Stevens, with the assistance of Adriano, the tech support they are doing. So thank you so much, you guys, for your help to make this all possible. Danke für den technischen, für die technische Unterstützung von Mike und dass du das alles möglich machst für uns. So, and again, I hope that you've all come with an expectation. Et j'espère que vous êtes tous venus avec une attente. Und auch willkommen mit all euren Erwartungen. Une attente de venir et d'écouter ce qui est dans le cœur de Dieu. Ja, dass du aufmachst, was Gott in deinem Herzen gegeben hat. Donc, je propose que l'on commence par la prière. Wir fangen mit einem Gebet an und wir öffnen uns für den Heiligen Geist. Donc moi-même et Sue, nous allons diriger cette rencontre. Und Sue ist hier von Deutschland und hostet das Meeting gemeinsam mit uns und sie führt uns durch den Abend hindurch. Donc voilà, je vais prier. Und nach dem Gebet wird Sue Lauren weiter vorstellen. Lass uns beten. Things that are important to you. Seigneur, ce soir, on aimerait apprendre et savoir les choses qui sont ja, importantes pour toi. Vater, wir sehen uns so sehr danach, was du heute Abend für uns hast. Seigneur, merci que tu nous as appelé à nous rassembler pour un tel moment. Wir danken dir, dass du uns für diese Zeit zusammenrufst. Merci de nous rassembler toutes ces nations au travers de Zoom. Dass du unsere Nationen zusammenführst durch Zoom. Et Jésus, on aimerait que c'est toi qui sois honoré ce soir. Und Jesus, wir möchten, dass du geehrt wirst heute Abend.
Ja, dass durch das, was wir da Abend tun und die Früchte, die heute Abend kommen, dass das deinen Namen ehrt. Willkommen in unserem Meeting. Ja, bitte hilf uns heute wirklich, Gottes Wort zu hören. In Jesu Namen. Welcome everybody from Bad Blankenburg and especially welcome to Lauren in Hawaii. Good morning over there. Hallo, bienvenue de Blankenburg. Hallo und herzlich willkommen von alle an alle. I put my Hawaiian flower in the hair, so we feel a little bit more where Lauren is. Also herzlich willkommen an alle und ich habe meine hawaiianischen Blumen angesteckt, dass wir uns etwas vorstellen können, woher Lauren kommt. Ich hatte das Privileg, vor einigen Monaten einige Male in Hawaii sein zu können, in Kona. Und es war mir möglich, Lauren im April in Kona zu hören. Und er hatte eine großartige Zeit, durch die ganze Welt zu reisen, einfach in seinem Schreibtischstuhl. Keine Wartezeiten und Flughäfen. Kein Sitzen für Stunden in den Flugzeugen. Und so effizient zu sein, so viele Tausende zu erreichen in dieser kurzen Zeit. Ja, und der Herr hat etwas in dich hineingelegt, was auf deinem Herzen liegt, für eine lange Zeit. Wir wissen, dass du ein großes Herz hast für jeden Platz in der Welt. Wir wissen, dass du ein großes Herz für Europa hast und dass es einen besonderen Platz in deinem Herzen hat. Doch heute Abend ist ein historischer Moment. Denn du wirst uns heute eine Nachricht mitgeben, die seit vielen Jahren gewachsen ist. Ja, wenn ihr heute Abend die Nachricht hört, dann bitte ich euch, öffnet euch im Geist für das, was Lauren zu sagen hat. Die Art und Weise, wie ich es kenne, ist, dass Lauren durch Geschichten erzählt. Und das Wunderschöne ist, dass ihr euch noch in langen, langer Zeit euch an diese Geschichten erinnern werdet. Und manchmal verstehst du erst später den Punkt der Geschichte. Ja, so es ist gut, dass wir uns öffnen, auch wenn wir jetzt nicht alles verstehen, aber es ist wichtig, dass wir es jetzt hören. Ja, bevor du anfängst, Lauren, sind wir sehr gespannt darauf, wie es dir gesundheitlich geht. I'll put that into Ja, wo soll ich anfangen? Okay.
Okay, then we, ich packe es zusammen, das, was ich sagen werde. Ja, wir wollen nicht mehr Zeit nehmen, wir wollen dir die Zeit geben, dass wir anfangen können. Ich möchte ein kurzes Gebet für dich sprechen und dann beginnen wir. Thank you very much. Lord Jesus, Herr Jesus, danke so, so sehr, dass wir diese besondere Zeit jetzt haben können. Und danke für das, was du auf dem Herzen hast und was du uns durch Lauren sagen wirst. Und wir danken dir für die Reise und das Rennen, das er gerannt ist. Dass er stark beenden kann. Und wir bitten, dass, dass du nun deine Lippen salbst. Und dass wir alles empfangen können, was du uns heute Abend sagen willst und mitteilen willst für diese Zeit. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Danke, Suse, danke, Dick, danke, Hans, auch in Norwegen, der das in der Lage war, das alles zusammenzupacken, einfach im Vorlauf. In Norwegen bekommt es eine Menge von Statistiken und er hilft uns in vieler, auf viele Art und Weisen. So, I also want to thank all the techies right here in Kona. Chan is with me, and he's usually with me on most of my Zooms around the world. Bedanke mich auch an alle Techniker, die hier dabei sind, die es möglich machen, dass wir das Zoom in der ganzen Welt haben können. Not only for Europe, but again around the world. Und ich weiß, dass Mike das auch nicht nur für Europa macht, sondern auch die Technik mit Zoom in der ganzen Welt. Und auch vielen Dank an alle von euch, die übersetzen. Und es gibt dieses spanische Sprichwort, der zwei Sprachen spricht, der ist zwei Menschen wert. Ja, wir möchten euch beiden danken in euren Sprachen. Und ich möchte herausheben, dass Dick eine sehr wichtige Rolle spielt in der Leiterschaft. Ich möchte auch meinen Partner in OMT willkommen heißen. Who is a medical doctor. Wir haben auch eine andere Schlüsselperson bei OMT, der ein Doktor ist. Er ist auch hoch ausgebildet, John Hopkins. More importantly for what we're talking about today, he has been in the area of language, and for 20 years he served with Wycliffe in Pakistan. Et particulièrement, il est très doué dans le domaine des langues. Und er ist schon seit langem dabei und hatte lange Zeit in Pakistan gedient mit Wycliffe. Has been Chung Ho, that we've worked together for 20 years.
Et depuis le début, moi, un de mes grands partenaires, c'est Chang. Unser Partner ein, ist vor einigen Jahren, also John Ho. He's put into programming what we call Pray MOT, OMT. Et je sais pas combien de milliers d'heures il a passé. Und er hat viel Zeit investiert und ich weiß nicht wie viel er reingesteckt hat darauf die Seite zu programmieren für Bete und für OMT. Following up, as I've been zooming around the world, they come in and follow. And correct my mistakes, I'm sure, but also helping to make application at local levels, answering questions that I always leave to be answered. Et lui-même et sa femme Chris, ils m'ont suivi und seine Frau Chris und er, sie folgen immer und halten die Seite auf dem Laufenden. Ich bin mir auch sicher, dass sie meine Fehler korrigieren. And they will be making themselves available to come to your part of the world and to you even locally in a lot of the places and work with both Hans and Director. Sie machen es, wollen es möglich machen, dass sie auch an deinem Platz in der Welt kommen können, dass sie kommen können. Und dass sie auch gemeinsam mit Zhang Po arbeiten. Donc ils sont Chris et sa femme sont tout à fait disponibles à venir dans votre partie du monde pour Zhang Ho, würdest du gerne ein Grußwort geben, nachdem die Übersetzer beendet haben? Donc Zhang Ho vient donner un mot. You'll just learn to get to know him and at this point and we'll give him a little more time at the end. Donc j'aimerais que vous le connaissiez et à la fin on lui donnera un petit peu plus de temps. Ja, jetzt lernt ihr ihn erstmal kennen und dann später am Ende werden wir ihm noch etwas mehr Zeit geben. Ja. Danke, Lauren. Es ist schön, bei euch zu sein. Und ja, wie Lauren schon gesagt hat, wir sind mit Zoom in der ganzen Welt unterwegs und auch ich persönlich dann auch physisch. Und ja, ich hoffe, dass ich euch wirklich bald auch in Person sehen kann und euch kennenlernen kann. Thank you for all the hours and hours and the skill set that you have brought into this vision. Ja, danke, Zhang Ho, für die Zeit und danke für diese Stunden und Stunden, die du hineingebracht hast, hineingelegt hast in diese Vision. I have received so many wonderful, encouraging prayers from around the world. J'ai reçu un grand nombre de prières très encourageantes. Ich habe so viele ermutigende Gebete empfangen von aus der ganzen Welt. I have literally a folder that thick of texts and letters and communications regarding the prayer. J'ai tout un document épais comme ça. Ich habe ein Ordner so dick, der die ganzen Gebete enthält. On the prayers of my family. Et je peux dire que je vis littéralement grâce aux prières. Ich lebe wortwörtlich durch die ganzen Gebete der ganzen Y-Wammer. Mid-November, I was in the hospital. Au mois de novembre passé, mi-novembre, j'étais à l'hôpital. Seit letzten November war ich Krankenhaus. They were trying to save my life and they did it with a lot of ja, um es kurz zu sagen, mein Blut war komplett vergiftet und sie haben versucht, mich am Leben zu halten und mein Leben zu retten und sie haben das mit einer Menge Antibiotika getan. I was in such pain, I could not move that much
in the hospital bed. Et ils ont fait un scan et j'avais tellement de douleur que dans mon lit. Und während dieser Zeit haben sie mich auch gescannt und ich hatte so große Schmerzen, dass ich mich nicht so sehr bewegen konnte im Krankenhausbett. Mais le problème que j'avais à ce moment-là masquait. Aber mein aktuelles Problem hat ein tieferes Problem überdeckt. But we can't take a biopsy at this time, and but we will when we get through this first battle. Ils m'ont dit, on a vu qu'il y avait quelque chose dans tes poumons, mais ja, wir haben etwas in deiner Lunge gefunden, aber wir können keine Biopsie durchführen in diesem Moment. Wir werden es aber machen nach diesem ersten Kampf. They said you have small cell lung carcinoma, cancer. Et ils ont dit, ce qu'on voit dans tes poumons, c'est qu'il y a des toutes petites cellules. Und als sie es dann in der Lage waren, die Biopsie zu machen, haben sie herausgefunden, dass ich Lungenkrebs habe. Et avec ce type de cancer, on compte pas combien de mois il te reste à vivre, mais. Und damit sagten sie, es können wir nicht berechnen, wie lange du noch leben wirst, nicht in Monaten, sondern in den Wochen. You'll be very miserable, but we can't cure you. Et ils m'ont dit, si vous voulez, on peut faire de la chimie. Und sie sagten, wenn sie wollen, geben wir sie Chemotherapie. Das wird sehr schmerzhaft und elendig, aber wir können dich nicht heilen. In fact, in the hospital, I had 9 different doctors for that 1 week. Et en fait, j'étais pas du tout à court de docteurs parce que pendant cette semaine. Ja, und in der einen Woche hatte ich 9 unterschiedliche Doktoren. So, Darlene and I felt, as we prayed about it, we're not going to have chemo. That'll just destroy the time I do have. Lorsque Darlene et moi avons prié à ce propos, on a décidé de. Und Darlene und ich haben gebetet und haben gefühlt im Gebet, dass wir zu dieser Zeit keine Chemotherapie machen werden, um die Zeit effektiv nutzen zu können. Und zweitens ist JMEM nicht einfach nur eine Organisation, es ist eine Familie. Also wir werden es nicht geheim halten, wir machen es zur Familieninformation. Und wir haben es bekannt gemacht und die Gebete sind angekommen. Und das Erste, was ich körperlich gemerkt habe, ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte jetzt 7 Monate, ist das richtig, meine Berechnung? Anstelle von 7 Wochen. But every time they take another scan, a PET scan, which is full body. Mais à chaque fois qu'ils font un scan de mon corps entier. Und jedes Mal, aber jede Woche, wenn sie einen kompletten Körperscan machen. Und sie sehen, dass der Krebs sich ausbreitet und sich weiter und weiter ausbreitet im ganzen Körper, durch das Blut, in die Knochen, überall hin. MRI on my brain, and my friends like to say that the close for real good friends, they say, and they found nothing. Ils ont même fait un IRM de mon cerveau. Und sie haben sogar ein MRT von meinem Kopf gemacht und sehr enge Freunde von mir haben gesagt, ja, sie haben nichts gefunden. But instead of what normally takes place, it moves from the lungs right to the brain. Can you give me my people back? Aber was es normalerweise ist, normalerweise passiert es so, dass der Krebs von der Lunge in den Kopf wandert. And so, as a result, the Lord started pouring in to me
vision that I find is a like a summary to what he's been doing in the entire time of YWAM, 63 and even more years. Et en fait, ce que je remarque, c'est que le Seigneur, il m'a donné de plus en plus de vision. Und der Herr hat mir eine Vision gegeben, mehr und mehr und so stark. Und die alles so zusammenfassen, wie wir es in den ganzen Jahren von JWAM nicht gewesen ist, in den 63 Jahren oder mehr. J'ai vraiment compris l'importance des choses que Dieu m'avait donné. Und ich hatte bekam ein Verständnis darüber, über die Wichtigkeit der Bedeutung dessen für JWAM. Brazil wrote me and said, I was praying for your health, and the Lord said, no, pray for the vision I'm giving him, which is far greater than the vision I gave him for YWAM, to begin YWAM. J'ai reçu des informations de quelqu'un du Brésil qui disait, Lauren, j'ai prié pour ta santé. Mais le Seigneur m'a dit non, la vision est beaucoup plus importante que la santé. Et la vision actuelle, elle est beaucoup plus grande. Ein missionarischer Freund aus Brasilien hat mir geschrieben, hat gesagt, ich habe für deine Heilung gebetet. Aber der hat mir gesagt, bete nicht für meine Heilung, sondern bete für seine Vision, die ich ihm geben werde. Denn die Vision ist viel größer als die ich ihm gegeben hatte, um YWAM zu gründen. Und c'est pas quelque chose qui va prendre la place de jeunesse en mission. Und dann kommt mehr und mehr zusammen und es passiert mehr und mehr und auch besonders halt viele Leute zusammenbringt in die Vision und dass auch mehr Leute zusammenkommen und auch besonders viele junge Leute. And so we've had tremendous from outside of YWAM prophecies about a great growth needed in YWAM, not just to add, but to multiply YWAM worldwide. Und wir hatten eine große Prophezeiung darüber, über eine Multiplikation in YWAM und das auch ganz weltweit. But just as in the beginnings of YWAM, we became a game changer. Aber gerade wie in dem Beginn von JWAM, dann hatten wir einen Spielveränderer. I was told by many, you're going to destroy missionary service around the world. Beaucoup m'avaient dit, mais à ce moment-là, mais tu vas détruire. Und mir wurde es von vielen erzählt, dass ja zu du zerstörst die missionarischen Werte in der ganzen Welt. Und nach einigen Jahren haben sie dann gesagt, oh wow, du bringst Leben in die Mission. The youth level. Et en fait, ils ont commencé à comprendre l'importance dans le monde. Und sie haben gesehen, dass es wichtiger ist in der Mission, dass du mehr junge Leute hast als die älter sind. Dans les personnes qu'on essaye d'atteindre. So I say to the staff around the world, I say, you know, just count your staff. If you have more older staff, then you have younger staff. You have leveled off. You need new vision. Without vision, we as bases perish. Donc ce que je dis souvent aux leaders dans les bases, je dis mais si vous avez. Ich habe den ganzen Leitern weltweit gesagt, hey, zählt eure Mitarbeiter durch. Wenn ihr ältere Mitarbeiter habt, mehr als junge Mitarbeiter, dann seid ihr übers Ziel hinausgeschossen und ihr braucht eine neue Vision.
Donc, il faut avoir so we also had some age-old problems in terms of even the sequencing of missionary translation ministries. Et on avait aussi certains problèmes au niveau des ministères de traduction. Wir hatten auch Probleme in der Übersetzung. We also needed to adjust who the translators are. Et on devait aussi ajuster qui étaient les traducteurs. So in our name, O means oral, mother tongue, MT, that's saying that mother tongue people are the experts of their language. No one from outside will ever know as much of the mother tongue as they do. Et donc on a établi c'est OMT qui est donc les langues maternelles. Die Übersetzung bei OMT dabei sind. Un expert de la traduction de ces langues. Sind die Muttersprache kennen, sind Experten in ihrer Muttersprache. Maternelle, parce que personne ne connaît mieux une langue que quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Now, I won't take time right now, but I will before we finish, God willing. Donc, je ne vais pas expliquer tout maintenant, mais avant qu'on termine, je reviens. Ich werde jetzt keine Zeit nehmen, aber ich werde so gut will später noch Zeit nehmen. That mother tongue was what he always began with. Not with written. Et en fait, le Seigneur m'a montré que il a toujours commencé par. Der Herr hat mir gezeigt, dass die Muttersprache wichtiger ist als das, womit wir angefangen haben, als die geschriebene. Abraham all the way through to Jesus and Jesus to the Reformation and the Reformation to the 20th century. Et j'aimerais vous montrer comment Dieu a employé la communication orale. Und ich werde zeigen, dass die Muttersprache wichtig war von Anfang an, von Abraham bis Jesus und von Jesus bis zu allen anderen. La Bible, elle commence toujours par une communication orale. Und die Bibel hat immer mit dem Oralen angefangen und nicht mit dem Geschriebenen. Going to a building that you call a church. Mais nous on a commencé à penser, la plupart des gens commencent à penser. Und wir haben alle diesen Glauben, dass die Bibel etwas ist, das wir unter dem Arm tragen und zu einem Gebäude gehen, das wir Kirche nennen. God honors the written word, or Jesus wouldn't have read the scroll. Bien sûr, Dieu va honorer la parole écrite, parce qu'autrement Jésus l'aurait. Und natürlich ehrt Gott das geschriebene Wort. Ansonsten Jesus hat auch das Manuskript gelesen. Ou Dieu alors il aurait écrit les 10 commandements sur les tablettes de pierre. Und Gott hat die 10 Gebote mit seinem Finger geschrieben oder die Schrift an der Wand in dem Buch von Daniel. Wegen der Bestrafung des Königs. Das ist eine Frage von Sequenz. Der Ablauf kann einen großen Unterschied machen. C'est quelque chose que Dieu nous a demandé d'ajouter. Und das ist etwas, wo Gott uns bittet, etwas hinzuzufügen. Ich hatte eine Nachricht bekommen vom FBI, dass jemand zu mir kommen wollte und mich verklagen wollte und sich dann selbst erschießen wollte. Have him reverse the sequence of what he's going to do. Quand ils sont venus vers moi pour me dire cette nouvelle, j'ai dit au FBI. Ich habe gesagt, ja, lass ihn kommen, aber lass ihn zuerst den Ablauf von dem, was er machen will, umdrehen. He has the honor of shooting himself first, then me. Qu'il ait l'honneur de se tuer lui-même et ensuite il peut me tuer. On a dit
Ehre, sich selbst zu erschießen, zuerst und danach mich. Dedicated people I know in missions today, and that's the ones that are textually translating the Bible. Donc je ne pour promu je suis pas en train de. Wir haben das Privileg, mit vielen zu arbeiten, die absolument engagés coréens de la traduction écrite de la Bible. This began in the 20th century as the way, because there was no way to record oral, and groupings were broken down. Et donc ces traductions écrites avaient commencé vers le 20e siècle parce qu'il y avait, hat in den 20er Jahren angefangen, als es das Aufnehmen noch nicht gab und als es gesprochen wurde. Cities becoming so great and immigration coming so great. Everything was changing, so the Bible translators would give their life to one language and go and live among a primitive people and learn their culture, then their language, then create an alphabet, and then start, after 12 years, start the translation. Parce que ça avait commencé la traduction écrite, parce que les composants des villes étaient de plus en plus différentes. Il y avait l'immigration, des choses qui se passaient là. Et personnes, ils sont allés pour s'installer dans un endroit où il y avait un langage qui était primitif. Et ils ont appris la culture de ce langage, ils ont appris l'alphabet, le langage. Et après 12 années d'avoir été là, ils ont enfin pu commencer à écrire quelque chose de façon très sacrificielle. Make this clear, I'm not asking all YWAMers to go out and give their life for one language and learn that language and translate that language into the Word of God. That's not what I'm asking. Donc ce que je dis, c'est que je ne demande pas. Also die Bibelübersetzer lernen erst eine Sprache und das dauert eine lange Zeit. Und das ist aber nicht, wie es funktioniert. But what I'm really saying, will you serve a new way that actually mother tongue speakers that are bilingual will be able to translate the word and will give it then to Wycliffe and the others. They'll have not only the vocabulary, but they will have the connection with mother tongue speakers to now take on Uniscript, which we have to give to them, and cut down the time to very short time, in historically speaking. Okay. I don't want. Sorry. Yeah, that was a bit long, but I'll try. Pardon, c'était un peu long. OK, mais ce que je demande, c'est que ce soit des personnes qui soient prêtes à nous servir, des personnes qui fassent partie justement du OMT, de la langue maternelle orale, des personnes qui soient bilingues. Tut mir leid, es war ziemlich lang, ziemlich viel, und ich habe komplett den Faden verloren. Wycliffe, elle leur a montré une façon d'écrire qui s'appelle Uniscript. Et ensuite, ces personnes qui sont bilingues auront des connexions avec lesquelles on peut travailler. So now I begin the vision. Donc voilà la vision. I begin in Jetzt beginne ich mit der Vision. That God gave me at the very beginnings of this time. Alors au tout début de ce temps, le Seigneur m'a donné une vision qui est donc Bei den zweiten Könige, das Gott mir zu dieser Zeit gegeben hat. Sorry, 2 Kings 13. Kapitel 13. Yes, 2 Kings 13 and verse 14. Okay, dans 2 Rois 13, le verset 14. 2. Könige 13, Vers 16, Vers 14. Vous voyez, je crois en la parole écrite. Seht ihr, ich glaube an das geschriebene Wort. With the illness of which he was to die. Donc,
Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Als Elisa bereits in der Krankheit litt, die zu seinem Tod führen sollte. Besuchte ihn König Joasch, von Israel und weinte um ihn. Mein Vater, du Streitwagen und Wagenlenker Israels, klagte er. And Elisha laid his hand on the king's hand. Puis Elisa wies ihn an, hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Der König holte sie. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen. Der König legte seine Hand auf den Bogen und Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Der König öffnete es. Der König öffnete es, schließlich sagte er, schieß. Und der König schoss den Pfeil ab dem Schild. Den Fall des Sieges. Then he said, take the arrows, and he took them, and the king said, strike the ground, and he struck it three times and stopped. Élisée dit encore, prends les flèches. Da prophezeit Elisa, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Der König nahm sie und schlug dreimal damit auf den Boden. Da wurde der Mann Gottes sehr zornig mit ihm. Du hättest 5 oder 6 Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur 3 Mal besiegen. Dann starb Elisa und wurde begraben. Nun, jetzt möchte ich euch erklären, was es bedeutet, für mich auch diesen Pfeil abzuschießen, sondern schießt den Pfeil ab. Ihr schießt entgegen die Sonne vom Osten nach Westen. Und das bedeutet aber auch, weil die Welt rund ist, dass du einmal um die ganze Welt herumgehen kannst, wenn du nach Osten schießt. Das ist nicht einfach nur eine Richtung, sondern das ist der Gegensatz von dem, wie die Welt funktioniert. Und die Welt entwickelt sich im Moment in einer Einweltregierung. Wenn wir den Worten folgen von Satan gegenüber Eva in Genesis Kapitel 5, du kannst wie Gott sein. Und du wirst nicht sterben. Das ist kein gottgegebenes Versprechen, sondern das ist eine Lüge von Satan. Or you worship the true and living God.
Il y a seulement deux religions. Soit tu t'adores toi-même. Und das ist die Lüge in dieser Welt. Es gibt nur zwei Religionen. Es ist die eine, wirklich dir selbst zu dienen und alles zu tun, was du möchtest, oder nur Gott zu dienen. Et on dit, mais comment c'est possible? De quoi ça a l'air aujourd'hui? Ich sage, wie passiert das heute? Les gens, ils pensent même qu'ils peuvent changer les sciences. Leute glauben, dass sie Wissenschaft verändern können. If you want to know more about God, learn about nature, that is science, because God is the creator of nature and science, and it's fixed. You can't change it. Dans Romains 1, Dieu nous dit, mais si tu veux apprendre, Paulus schrieb in Römer 1, wenn du Gott kennenlernen willst, dann schau in die Natur, denn die Natur ist Wissenschaft und sie zeigt von Gott und sie kann nicht verändert werden, sie ist fix. Denn natürlich kann ich das, wenn ich als Junge geboren wurde, dann kann ich mich verändern und kann ein Mädchen werden. Just in a very short time in history. Si vous regardez là, comme le processus d'acceptance. Schaut es einfach die Zeichen an von der Akzeptanz in der ganz kurzen Zeit in der Geschichte. Everything is about tearing down the family. Tout se rapporte à comment est-ce qu'on peut déchirer la famille. Alles geht darum, Familie zu zerstören. Parce que la famille, c'est la fondation qui tient que la société. Und die Familie ist das, was die was den ganzen Stern, Stein und das Fundament zusammenhält. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour faire le chemin pour qu'il y ait seulement un seul. Und warum? Damit sie eine Einweltregierung sein können und alles machen können, was sie wollen. Was saying to the Brazilians the other day on Zoom. L'autre jour, je parlais aux Brésiliens par sur Zoom. Ich habe zu den Brasilianern am anderen Tag in Zoom gesagt. Je leur ai dit, je sais exactement comment vous pouvez vous débarrasser du crime au Brésil en un seul. Ich habe gesagt, ich weiß, wie ihr in Brasilien die ganze Kriminalität loswerden könnt in einem Tag. Es ist ganz so simpel, darüber nachzudenken. Es ist wirklich möglich zu tun. Und wenn du dazu hörst, zu den Dingen, die gesagt wurden, da gibt es etwas dazu, eine Proposition. En fait, vous pouvez vous débarrasser du crime dans chacune des nations qui sont représentées. Du kannst etwas tun, das etwas geben, das die ganze Kriminalität in der ganzen Welt repräsentiert. Das ist leicht. Wenn du jeden dazu bringst, zuzustimmen. La façon, mais enlever toute la loi, werde einfach das Gesetz los. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crime. Dann gibt es keine Kriminalität. Dann gibt es keine Kriminelle. Dann gibt es keine Polizei. Ihr habt einfach kein Gesetz. Na, wollt ihr das wirklich den Leuten mit dieser freien Moral, das zu wählen? Ich mag ihn nicht, ich töte ihn. Ah, mais j'aimerais voir ce qu'il a, allez, je vais le voler. Ich will, was hat, und ich stehle es. Il y a pas de meurtre, aber das ist kein Mord, wenn es kein Gesetz gibt. Da ist kein Mord, wenn es kein Gesetz gibt, und das ist kein Stehlen, wenn es kein Gesetz gibt. Aber da ist Hölle auf Erden. Il y a des personnes qui disent, mais débarrassez-vous de la police, c'est eux qui causent tous les problèmes. Ja, die sagen, hey, ja, die Polizei, die machen die Probleme. Lass uns die loswerden. So they can build a one world government, which is what happened in Genesis chapter 11.
Et en fait, ils savent que qu'en détruisant toutes ces fondations, Und sie wissen, dass das alles zerstört, und um halt dann ihre Einweltregierung zu schaffen. Und das ist genau das, was geschehen ist in Genesis 11. Und sie haben einen Turm geschaffen, der von Menschen gebaut wurde, zu Gott hin. Sie haben es mit Steinen getan. Steine, handgemacht. Die Steine sehen alle gleich aus. Du kannst sie zählen, aber du kannst sie nicht benennen. So, sie werden zu Zahlen, zu Statistiken und nicht zu zu Persönlichkeiten. So, ich musste gestern einen Anwalt anrufen. So, denn was wir machen wollen, ist, dass wir die Übersetzung und die Arbeit schützen wollen, dass niemand diese IP stehlen kann und es zerstören kann. Und ich hatte jemanden aus Asien, der gekommen ist und hat gesagt, ich gebe euch eine künstliche Intelligenz, AI, mit der ihr alles in einer ganz kurzen Zeit übersetzen könnt. Und er ist ein wunderbarer Bruder. To be heard by a child 10 weeks before the child is born. Mais finalement, je lui ai expliqué un peu l'histoire de la langue. Und ich habe dann angefangen zu erklären, was orale Muttersprache Übersetzung bedeutet und wie wichtig es ist, dass ein Kind die eigene Sprache hört. But they are learning love. Ils apprennent pas la grammaire, ils apprennent pas le vocabulaire. Sie lernen nicht Grammatik oder Vokabeln, sie lernen Liebe. Das ist etwas, das sie auch im Geist lernen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Und wenn sie geboren werden, hören sie keine fremde Stimme, sondern sie hören eine bekannte Stimme und sie hören eine liebevolle Stimme. Und dann lernen wir Vokabeln. Sie lernen nicht literarisch. Wir sind erst schreiben und lesen und was sie dann später lesen werden. Und was sie lernen, das ist in der Familie. Und deswegen ist es der Grund, dass diese Regierung mehr und mehr nach unten kommt, bis zu den Dreijährigen, um dazu Druck zu haben. Und ja, wenn sie die Chance haben, dann werden sie es auch machen, dass sie Babys künstlich erschaffen. Aber Gott wird das nicht erlauben. Was will Gott? Kapitel 11 in Genesis. Er will des Hotels de Pierre.
habe Altare aus Stein. Und ich habe gestern mit jemandem erzählt und ich habe gesagt, ja, es gibt keine Steine in der ganzen Welt, keine zwei Steine, die gleich sind. Ich kann nicht tun, was niemand else tun kann, was niemand anderes tun kann. Ja, es ist wie, dass ein 90-Grad-Winkel in die Unendlichkeit geht. Versuche es zu beweisen. But Peter says in the New Testament, we are living stones. No two of us are alike. Mais Pierre il nous dit dans 1 Pierre, on est des pierres vivantes. Und Petrus sagt, wir sind lebendige Steine. Zwei von uns sind nicht gleich. We call it the image of God. Everyone is given that. Et pourtant chacun d'entre nous, on a l'ADN de Dieu. Und doch haben wir die DNA von Gott. Wir nennen es das Bildnis von Gott. Und bei einem jährlichen Treffen vor anderthalb Jahren war auch ein Wissenschaftler dabei. Und er hat gesagt, bei der Empfängnis gibt die Mutter 100% von ihrer DNA und der Vater 100% seiner DNA. Und das schafft Billionen von Möglichkeiten in dem Kind, sehr einzigartig zu werden. That is not even 1 second long, and we have been able to take a picture, and he showed the picture on a big screen of that white light. Ils ont découvert quelque chose, c'est que au moment donné. Und er hat gesagt, es gab die Möglichkeiten von zu sehen, dass bei der Empfängnis ein weißer Lichtblitz ist, den man nicht mal eine Sekunde lang ist. Und er hatte, es war möglich, ein Bild davon zu machen, und er hat es gezeigt. Und ihr könnt es auch googeln und ihr könnt auch die Diskussion darüber lesen, über das Blitzlicht. When do you think God gives his image? Would it be at conception or would it be later? In the mother's womb. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Dieu met son image de quelqu'un? No, was denkst du, wie das ist mit dem Licht? I believe life begins at conception. Personnellement, je pense que la vie elle commence à la conception. Ich glaube, Leben beginnt bei der Empfängnis. And your callings that are without repentance. Et plus tard, dans le ventre de votre maman, vous recevez vos dons, votre später, appel, qui est irrévocable. Geben wir dann die Berufung und alles dazu. Vous avez reçu votre appel quand vous étiez encore dans le sein de votre Vieles maman. Wird in der Gebärmutter schon dazu gegeben. And you're given your gifts and your callings in your mother's womb. C'est ce que le psaume 139 il nous dit que je suis merveilleusement fait. Und das ist auch, was dann im Psalm sagt, dass du wunderbar geschaffen und gemacht bist und dass du deine Berufung und alles bekommen musst. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les enfants qui sont avortés ou les enfants Und deswegen glaube ich,
ich auch, dass Kinder, die abgetrieben wurden oder fehlgeboren waren, dass sie zum Himmel gehen werden. Und ihr könnt glauben, was ihr möchtet, aber das ist das, was ich glaube. Und es gibt Wissenschaftler auf beiden Seiten. Paul says in Romans chapter 11 verse 29. Mais il y a aussi des dons et des appels qui sont donnés à un groupe collectif. Es gibt auch andere Gruppen, die zusammenarbeiten. So wie Paulus es auch beschreibt. Talking about the Jewish culture. Dans ce passage, il parle de la culture juive. Und er spricht über die jüdische Kultur. On n'a pas tous besoin de devenir juif pour devenir chrétien. Wir müssen nicht alle Juden werden, um Christen zu werden. Mais il y a certains aspects de la culture juive qui nous affectent. Aber es ist etwas in der jüdischen Kultur, das uns alle betrifft als Nachfolger von Christus. Culture does not create language. Vous voyez, c'est le langage qui crée la culture. Die Kultur kreiert die Sprache. Die Sprache kreiert nicht die Kultur. If people want to change culture, they have to take a good word and change it to another meaning. Donc, si quelqu'un aimerait changer la culture, ils vont prendre un mot. Um die Kultur zu ändern. Sie müssen von einem Wort die Bedeutung wissen und eine neue Bedeutung dahin zulegen. Und das würde die Leute dazu bringen, halt ihre Kultur in diesem einen Gebiet zu ändern. I'll just give you one example. When I was a child growing up, the word gay meant a happy go lucky child. Pareil, un exemple de cela, c'est quand j'étais petit, quand on employait le mot gay. Als ich aufgewachsen bin, war ich ein glückliches Kind. Un enfant qui est joyeux. So, whatever you want to change, you need to change the understanding of that word to be something else. Donc là, ce que tu veux changer dans la culture, tu changes d'abord. Was immer ihr verändert, müsst ihr auch das alles Dazugehörige ändern. But God only can give brand new mother tongues, which he did in chapter 11 of Genesis. Et c'est seulement Dieu qui peut nous donner une langue. Aber nur Gott kann neue Muttersprachen geben, so wie er es im ersten Buch Moses in Kapitel 11 getan hat. The one world government and a government in place of God. Et quand Dieu il a donné cette nouvelle langue, ça a complètement. Und das hat sofort die Einweltregierung gestoppt. God promised it wasn't going to be a flood, which he did have to do before. It won't be that again. Dieu l'avait promis. Qu'il allait pas tout redétruire la terre avec un. Gott musste keine Flut bringen, so wie er es versprochen hat, das nicht mehr zu tun. Und er hat etwas anderes getan. Jede Sprache hat eine neue Kultur geschaffen und neue Werte. I had a beautiful few minutes with George Verwer 2 days before he passed, and I appreciate Operation Mobilization. Deux jours avant que George Verwer. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit George Verwer, kurz bevor er gestorben ist. In fact, I've helped. Und ich bin sehr dankbar für Mobilisation Christus. Et en fait, j'ai encouragé et j'applaudis beaucoup d'organisations différentes. Und Werbung gemacht. Je les aime de tout mon cœur. But
We have different values. Ich liebe sie. Mais nous avons des valeurs qui sont différentes. Aber wir haben unterschiedliche Werte. A group with a different values, therefore a different culture from OM, Crew, Wycliffe and so on. Et Dieu nous a donné des valeurs différentes. Du coup, ça a construit une culture Gott hat uns so verschiedene Werte gegeben. In verschiedene Kulturen, mit der Wycliffe, OM, in anderen missionarischen Organisationen. Und ich habe mehr als 4 Stunden mit jemandem verbracht, mit einem Leiter, der einen großen Einfluss hat. Franklin Graham, fly in, to pray with me and be with me. I've had amazing people come. Il y a par exemple Franklin Graham qui est venu, qui m'a visité. Il y a de grosses Leute dabei, Franklin Graham, der eingeflogen ist, und auch viele andere. Parce qu'ils savent que je les aime et que j'aime leur ministère. Sie wissen, dass ich sie liebe und ihre Dienste. Mais on sait aussi qu'on est différent. Aber wir wissen auch, dass wir anders sind. We overlap in values. Bien sûr, on a tous les mêmes, la même, wir haben die gleichen Grundglauben, aber unterschiedliche Werte, die sich überlappen. But to have unity, you have to know who you are in God and then who they are in God and appreciate both, but then learn to work together in the categories you can. Et en fait, si on aimerait contribuer à l'unité, c'est vraiment important qu'on comprenne und du musst lernen zu erkennen, wer sie sind in Gott, wer du bist in Gott und wie du dann lernst, zusammenzuarbeiten. Comment on peut travailler ensemble dans nos différences. To put your mind at ease, Wycliffe, SIL, Biblica, Lutheran Bible translators and so on. We're working with them. They are all saying we need oral first. That will help us speed up. Et pour vous donner pour vous réassurer, die ganzen Programme, die sagen alle, wir brauchen dann die orale Bibelübersetzung. Tous ensemble et tous sont d'accord sur le fait qu'on va commencer par les traductions orales parce que ça va faire aller les choses beaucoup plus vite. So how did the Bible get to us? Alors comment est-ce que la Bible nous est arrivée? Wie kam die Bibel zu uns? Russian, all of the different languages. En français, en portugais, en russe, dans toutes ces langues différentes. In Französisch, Portugiesisch, Russisch, in den ganzen verschiedenen Sprachen. Taking it and bringing it into what we call the technology of written, textual. Et en fait, la façon dont la Bible nous est venue, c'est au cours des siècles. Und es wurde gesprochen, es kam zu uns durch Männer Gottes, die es dann in die Technik hineingebracht haben, in die Schrifttechnik. Zum geschriebenen Wort. Aber Gott sprach. Ihr seht vom Anfang, gerade im Kapitel 1 der Bibel, il a dit que au tout début Elohim, qui est un nom pluriel, am Anfang Elohim, das ist Plural, kreierten Himmel und Erde. Does it say God wrote, let there be light? Or did he say God said, let there be light? Et au verset 3, est-ce qu'il a dit Dieu écrit que la lumière soit? In Vers 3 sagt es da, Gott schrieb, lasst es Licht entstehen, oder steht dort, Gott sprach, lasst Licht werden? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. À part les 10 commandements, est-ce que Dieu außer den 10 Geboten heißt es, dass Gott die ganzen Bücher geschrieben hat, Genesis,
Exodus. Où est-ce que Dieu a parlé? Et ensuite, c'est Moïse qui l'a. Oder hat er gesprochen und Moses hat es hinuntergebracht in die geschriebene Form. The German language down and write it himself, or was it the man of God, Martin Luther? Est-ce que Dieu lui-même il a écrit la Bible en allemand? Er hat Gott selbst sein Wort in Deutsch aufgeschrieben oder hat er den Gottesmann Martin Luther gebraucht? Im 15. Jahrhundert hat John Wycliffe seine Bibel in seine Muttersprache übersetzt. That didn't exist because they didn't understand biblical concepts. Et pour faire ça, pour ce faire, il a dû inventer 1000. Und er musste 11.000 englische Worte erfinden, weil sie es nicht gegeben hat, die diese biblischen Werte beschreiben. Des mots tels, believe, croire. Worte wie glauben. J'emploie ce nom constamment, je suis un croyant. Ja, wir benutzen das Wort die ganze Zeit. Ich bin ein Gläubiger. Also ich spreche jetzt gerade nur über Englisch. Aber ich muss sagen, sie hatten dieses Wort nicht. Il a fait un peu une concoction entre le mot vivre et le und er hat es zusammengebracht mit etwas zu tun und zu glauben. Er hat gesagt, wirklich glauben heißt etwas das auch zu tun. Donc la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Und Glauben kommt vom Hören, beim Hören des Wortes Gottes. Mais ça devient pas quelque chose que l'on croit jusqu'au moment où. Aber es wird nicht zum Glauben, wenn du nicht anfängst, es auch zu tun. Alors en fait, ce que je demande aujourd'hui, c'est une grande demande. So, was ich, worum ich heute bitte, ist eine ganz große Frage. As your, as my vision, I want you to go further. Ich möchte, dass du das nicht als deine oder meine Vision nimmst, sondern ich möchte, dass du weitergehst. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die eine sehr bekannte Jotman-Geschichte ist. Aber ihr werdet sie vom Pferdemund hören. Because that's what we say in English. In other words, you got it directly. Donc, vous avez l'entendre directement de la source. Also, das ist so, wie wir es sagen im Englischen. In the month of March, 1974. Alors, un vendredi matin en mars de 1974. Am Freitagmorgen, im März. 1947. Ich lebte in Lausanne in der Schweiz. Und ich habe an diesem Morgen früh gebetet. Und der Herr hat zu mir gesprochen, ich möchte dir einen Bauernhof geben für Jotnim. Ich bin mehr oder weniger in der Großstadt aufgewachsen, in Los Angeles. Ja, Milch kam nicht vom Tier, sondern es kam im Karton. Was kann ich mit einem Bauernhof machen? Und ich weiß, es war Gottes Wort, und er hat mir auch ein Buch gegeben und ein Kapitel und ein Vers. Und darin ging es um einen Bauernhof. Also,
Glaube kommt vom Hören. Wenn ich es wirklich glaube, dann muss ich etwas tun. Und ich habe gehört davon, dass es ganz in der Nähe einen Bauernhof gab, der zur Auktion stand. Ich habe Joe Bertali genommen, der viel besser in Französisch ist. And I bought a hay wagon. So, ich bin da hingegangen und ich habe eine große Rolle am Zaun gekauft und eine Milch und einen alten Heuwagen. And I brought it next to our building and near our building and on Saturday and everybody asking. Students and staff. What's this, Lauren? What's this, Lauren? I said, that's my farm. Und ich habe es dann ganz nah an unseren Stützpunkt gebracht und an dem Samstag. Und die Schüler haben dann gefragt, hey, Lauren, was ist das? Was ist das? Und ich habe gesagt, das ist unser neuer Bauernhof. Also wir mussten ein bisschen Neugierigkeit wecken. Also sie fragten mich, was meinst du damit? Und ich sagte, ich erzähle es euch Montagmorgen. Also wir müssen ein bisschen Gespräche, das Feuer im Gespräch schüren, dass sie fragen, hey, worum geht's da? Was meint er damit? So, am Montagmorgen stand ich vor den Mitarbeitern und alle Schüler und Mitarbeiter waren da. Und am Freitag hat Gott mit mir gesprochen, dass er mir eine Farm geben will, einen Bauernhof für Jotnen. Ich habe diese drei Dinge in eingeschlossen des Heuwagens gekauft als Schritt des Glaubens. Denn Gott wird mir einen Bauernhof für Jotmen geben. So, ich habe es auf zwei oder drei verschiedene Art und Weisen gesagt. Und ich habe es auf drei verschiedene Art und Weise gesagt, bis dann die ersten Fragen kamen, bis dann Lauren einen Studenten gefragt hat, Lauren, warum nur du? Das ist göttliche Eifersucht. Ich habe ihn gefragt, na, hat Gott dir gesagt, dass er dir eine Farm für Jotmen geben will? Und er sagte, nein. Nun, warum fragst du ihn nicht? Und jeder hat angefangen, Gott in dieser Woche zu fragen. Und am Ende der Woche, am Freitag, hat jeder geglaubt, dass Gott ihnen einen Bauernhof für Jotmen geben wird. Und ich glaube daran, dass ich weiß, dass es auch Leiter gibt und dass es Leute gibt, die dann einfach alles machen, was der Leiter sagt. Aber das ist nicht, woran ich glaube. Ich möchte, dass Leute daran teilhaben und dass sie auch Teil davon sind und ihren Teil dazu beitragen. Aber wie kannst du jedem vertrauen?
Well, if you only can trust yourself, guess what? You'll only have two or three others on your staff. Bah, tu sais, si tu fais seulement confiance à toi-même, also, wenn du nur dir selbst vertraust, dann sage ich dir was. Dann wirst du nur zwei oder drei Mitarbeiter haben. Alors aujourd'hui, je vous donne quelque chose et je vous fais confiance. Ich gebe dir heute etwas, womit ich dir vertraue. Si vous entendez la voix de Dieu, wenn du von Gott hörst, that's how YWAM grew to be something that has never been in history in the numbers we have. Parce que je sais que c'est la façon dont laquelle Jeunesse Mission a pu grandir. Und ich weiß, das ist so, wie YWAM ist. Und dass YWAM so groß geworden ist in der Geschichte. Aber Gott wollte mehr das, als das, was es jetzt ist. Wir haben eine größere Aufgabe bekommen, größer als YWAM es je tun könnte. Wir haben jetzt das, was ich euch sagen möchte, die ganzen Dienste. Das ist auch die Erfahrungen und im Wachsen mit Jesus Christus, dass sie steigen können, dass es größer werden kann. Und Leute sind vorbeigekommen und ihr seid einige von ihnen. She said, we have bought a hay wagon in faith for a farm. Eines der Mädels kam heim zu ihren Eltern und sagte, ja, wir haben einen Heuwagen gekauft im Vertrauen darauf, dass wir einen Bauernhof bekommen. A little later, just small time later, her father was talking to another Swiss man. He said, do you know a YWAM missionary organization that needs a farm? God told me to give one to a YWAM, not to YWAM, to a missionary organization here in Switzerland. He said, yes, YWAM, they bought a hay wagon in faith for a farm. Quelques temps plus tard, ce même homme, il a eu und zu dem Vater des Kindes kam dann ein anderer Mann, der fragte, hey, du machst, kennst du jemanden, der einen Bauernhof braucht oder irgendeine Missionsgesellschaft? Gott hat mir gesagt, dass ich einer Missionsgesellschaft einen Bauernhof geben soll. Und der Heuwagen war die Bestätigung für diesen Mann, dass Gott diesen Leuten den Bauernhof geben möchte. That we call Brittany. Et en fait, quand on est arrivé pour voir sa ferme, on a vu que ça avait pas seulement des und als wir dort ankamen, es war nicht einfach nur, dass sie dort Früchte und Gemüse angebaut haben, sondern es war ein ehemaliges Waisenhaus, das Klassenzimmer und ein Café hatte und vieles andere. Und das war Brittany. Nach einer Weile fiel der Heuwagen zusammen. So, sie haben mir dies gesandt. Ihr seht, das bin ich hier. Und ich möchte euch etwas zeigen. Das zurück in 1974, dass
die Fotografen und die Kameras viel besser waren als heute. Das ist ein Fakt. Ihr könnt die Fakten sehen. Ja, die Fotografie, das lässt alles nach der Erst zurück. Seht mich an, das bin nicht ich, das sind die Kameras. Okay, wir machen weiter. Donc, quelles sont les flèches que l'on doit tirer? Was ist der Pfeil, den wir schießen sollen? La flèche, c'est la prière. Der Pfeil ist Gebet. La prière, elle peut aller à l'Orient et tout autour du monde. Und Gebet kann zum Osten gehen, über die ganze Welt. So, wenn du etwas Großes tun wirst, was den Feind konfrontiert, dann hast du am besser Gebet. Gebet geht zum Herz des Problems. Quand on dit qu'une personne elle en fait fuir mille, so ein Gebet aktiviert Tausende, das ist eine Multiplikation, das ist etwas ganz Großes im Reich Gottes. Das ist der Gegensatz von dem, was Satan Eva gesagt hat. Du wirst wie Gott sein. Das ist, du kannst nur das Mögliche tun, aber Gott kann das Unmögliche tun. Gott gab der Menschheit die Autorität über die ganze Welt. Und ja, wir haben diese Autorität. Aber es ist nicht genug, dass die Dinge, die wir tun, ohne Gott getan werden können. Par exemple, si on revient à ce concept d'un gouvernement mondial unique, es ist anders als diese Einweltregierung, die sie in den Staaten machen wollen. Vier Universitäten in den Staaten haben ihren Studenten gesagt, das Datum und in einem Kalender aufzuschreiben, wenn diese Einweltregierung etabliert ist. Und zweitens haben sie ihnen gesagt, ein Papier zu schreiben darüber, wie man das schaffen kann. Und als Ergebnis davon fangen andere Universitäten auch damit an. Sie sagen ihrer C-Generation, seht, das ist eine Vision und das ist global. Diese Generation sucht nach einer großen Vision. Et quand Dieu était venu
Und als Gott uns die Sprachen gegeben hat, in Kapitel 11 und 12, dann gab er auch die Sprache und die Kultur in Hebräisch, Hebräisch. Möchte sein Teil davon sein, les desseins de Dieu et aussi la culture de Dieu. Etwas Neues zu schaffen und dann zu schaffen. Ils ont dit oui. And then that came down. Die Leiter sagten ja. Et ensuite tout ça nous a amené au temps de Christ. Und das kam runter in der Zeit von Christus. Not only we know that the ones who write the words took over and controlled the words. Mais on sait aussi que ceux qui avaient mis par écrit toutes ces paroles, die das Wort aufschreiben, haben übernommen und versucht, das Wort zu kontrollieren. Das waren Schriftgelehrten. Et c'était les pharisiens qui se sont mis à contrôler l'enseignement. Und da waren die Pharisäer, die das Unterrichten des Wortes kontrolliert haben. Et c'est là qu'on commençait à voir la différence entre la lettre. Und da war ein ganz großer Unterschied zwischen den Buchstaben des Wortes und dem Geist des Wortes. Of devout Jews that came to Jerusalem at that time. Et à ce moment-là, il y avait des milliers de Juifs qui étaient vraiment dévoués. Il y avait une grosse groupe de Juden, qui nach Jerusalem zu dieser Zeit gekommen sind. À ce moment-là, Jésus il était mort et il était ressuscité d'entre les morts. Jesus ist gestorben und ist von den Toten wieder auferstanden. Concealed, hidden. I'm sorry, would you mind repeating? Denn von dem Neuen Testament, das ist in dem Alten Testament. Le Nouveau Testament, il était caché dans l'Ancien Testament. Das Neue Testament ist in dem Alten Testament versteckt. L'Ancien Testament, il est révélé dans le Nouveau. Und das Neue, das Alte Testament ist in dem Neuen Testament offenbart. Ihr braucht nicht einfach nur das Neue Testament, ihr braucht beide, das Alte und das Neue Testament. Ich weiß nicht, wie du es mal so, viele wollen immer Menschen zu Christus bringen durch einen einzelnen Vers. Jesus said in Matthew 28, Vers 19, disciple all ethne. On aimerait faire ce que Jésus nous demande dans Matthieu 28, verset 19. Und wir wollen das tun, was Jesus uns gesagt hat in Matthäus. Macht zu Jüngern die ganzen Nationen. De toutes les ethnies, donc ça veut dire des groupes ethniques. Und das Wort Ethnie beschreibt das Wort Menschengruppe. Par exemple, Matthieu 24, 14. It's talking there that all zum Beispiel Matthäus 24, Vers 14. Dans Matthieu 24, 14, il parle que chacun des groupes ethniques. Und es spricht davon, dass die ganzen Volksgruppen zu jemandem gemacht werden sollen. United Nations nation. It's not. It's down to the people group. Des fois, on pense que c'est limité aux nations telles qu'elles sont décrites. Wir denken, dass es nur die Vereinigten Staaten sind oder die Nationen der Vereinigten Staaten. Aber das ist es nicht. Es ist bis zu den kleinsten Völkergruppen. Look back to, you can't do it, to 1956. Alors, si vous essayez de réfléchir à 1956. Schau zurück zu 1965. Si vous le pouvez. I was just 20 years old. Vielleicht zwei oder drei von euch können das tun. Ich war gerade 20 Jahre alt. Dieu m'a donné une vision qui fut la vision
Und Gott gab mir eine Vision, und das war die Vision, die Weihwand gegründet hat. Und es war eine Welle von jugendlichen Menschen, die von überall her gekommen sind und nach überall hin gegangen sind mit der guten Nachricht. Und wie kannst du von überall her kommen? Das war die Frage. That will go out as a young person in missions. Et comment Great c'était, commission. Comment est-ce que c'était possible que und von überall, da war irgendjemand, da war eine junge Person, die in die Mission gegangen ist. What a challenge. Quel défi. And we were to be a part of those big waves. Was für eine Herausforderung. Und wir waren ein Teil von dieser großen Welle. Und wir sind es immer noch. Und unser Gründungsvers war, geht in alle Welt, Markus 16, Vers 17. This time of COVID, God spoke to me and said, it was like, thank you for doing the first part going into all the world. Et pendant cette épidémie de COVID, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, während der Zeit von COVID sprach Gott zu mir und hat gesagt, danke, dass du in alle Teile der Welt gegangen bist. Just with geography. Mais ensuite, il m'a dit, mais tu peux pas aller partout, juste du kannst aber nicht von irgendwo nach überall hingehen, nur mit Geografie. C'est comme s'il fallait dans la, il fallait encore un pas plus de gehen einen weiteren Schritt nach unten. By taking language. En t'investissant dans les langages, dans les langues, indem du Sprachen nimmst, tu dois passer d'un mouvement géographique à un mouvement démographique. Du musst von Geographie zu Demokratie wechseln. Et c'est ce à quoi j'aimerais vous défier aujourd'hui. Und das ist, womit ich euch herausfordern möchte. Ok, vous allez trouver des langues différentes dans un groupe. Und ihr werdet Sprache in einer größeren Gruppe finden, was in der Geografie ist. Aber es wird euch nicht zu isolierten Inseln bringen. Und es bringt euch nicht zu den Völkergruppen im Amazonas. Und es bringt euch nicht zu den kleinen Menschengruppen in Afrika oder Südafrika. Oder es bringt euch auch nicht zu den ganzen Dörfern, die oben im Himalaya sind. Und wird euch auch nicht in die höchsten Spitzen des Himalayas zu den Menschen bringen. Und wenn du jetzt aber schaust, dass du die ganzen Sprachen der Welt nimmst, dann kannst du bis zum Kleinsten hinkommen. Wie hat Gott mir das gezeigt? Es war während meiner Zeit der Krankheit. Und
Und oftmals hat er mich in der Nacht aufgeweckt und um etwa 12.30 Uhr in der Nacht, dann habe ich bis früh um 5 Uhr geschrieben. Je mehr die J-Member für mich gebetet haben, umso mehr habe ich bekommen. Aber ich hatte immer keine Schmerzen für 7 Monate. Und die Doktoren haben mir es mehr als einmal gesagt, wir können es dir nicht erklären. Ich bin am Leben, sollte tot sein und ich habe nicht einmal Chemotherapie. Und ich sollte Schmerzen haben, besonders in meinen Knochen, denn mein ganzer Knochen war voll mit Krebs und da sollte ich noch Schmerzen haben. Ich bin einfach nur hier, da wo mein Körper ist. Ich möchte sagen, Gott sagt, dass wir wollen, was der Vater will. Wir alle haben das Vaterunser so viele Male gebetet. In den 100.000 Malen habe ich dieses nicht gesehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wir unterrichten über das Königreich. Und wir glauben, dass das Königreich Gottes immer weiter kommt, seit Christus. Und Jesus hat gesagt, dass einige von euch werden am Leben sein, wenn das Königreich kommen wird. Und es kommt, indem wir Jesus zum König machen, in allem, wo er uns hineinführt. The next phrase, thy will be done on earth as it is in heaven. Mais la phrase d'après, que ta volonté soit aber der nächste Wortlaut ist, dein Wille soll geschehen wie im Himmel so auf Erden. Donc c'est cette parole qui dit sur la terre comme au ciel. Es ist dieses Wort. That opened for me. Auf Erden, wie es im Himmel ist. Das hat für mich so viele Kategorien geöffnet. Seite für Seite für Seite. Manches ist noch ein Geheimnis, aber vieles ist schon auf der Internetseite, die Chang Ho kreiert hat. Und es ist in vielen eurer Sprachen. Und es kann in all euren Sprachen sein, wenn ihr es möchtet, kontaktiert Zhang Ho. Aber während dieser Nacht, als Gott mir das gegeben hat, was ist es in den Himmel, das nicht auf der Erde gemacht wird? Je lui ai posé la question, je dis, mais Seigneur,
Und ich habe Gott eine Frage gestellt, die ich ihn noch nie gefragt habe. Was ist es, das auf Erden passieren muss, das im Himmel geschehen ist, was im Himmel noch nicht geschehen ist? Je pensais que quand on dit que ta volonté soit faite, ça c'était simplement une allusion à, au pain pour ceux qui ont faim, au pardon pour ceux contre qui on a eu des offenses, ou alors pour nous empêcher de tomber dans la tentation. But that doesn't answer the question, what is it being done in heaven? Mais tout ça, ça répondait pas à la question, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Das beantwortet all unsere Fragen, die Frage nicht, was passiert im Himmel. Die sind nicht hungrig und sie überschreiten keine Grundstücke oder ich bin dann in die Offenbarung gegangen, um zu sehen, was im Himmel passiert. In Kapitel 5 beschreibt, dass das Lamm zu verherrlichen. Aber Kapitel 7, Vers 9. Er sagt, im Himmel ist eine Menge, die niemand zählen kann. Weiße Roben, die befreit sind. Das sind nicht die Engel, das sind die Befreiten. I get quite emotional when I saw something I'd never seen. Und ich werde sehr emotional. Ich habe etwas gesehen, das ich nie zuvor gesehen habe. Sie preisen Jesus in jeder Sprache. Ich habe immer gedacht, die heavenly language war nur eine. J'avais toujours assumé que la langue céleste était juste une seule. Und ich habe immer gedacht, die himmlische Sprache ist nur eine. It assumes that there must be even a carryover of mother tongue from earth. Mais quand ça dit que ça sera de toutes les langues, und jede Sprache, das lässt vermuten, dass es eine Übernahme ist von allen Sprachen, die auf der Erde sind. From the soul, even before the words are formed, and has a deep meaning. Parce que la langue maternelle, ça vient vraiment de notre âme. Die Muttersprache kommt von der Seele und hat eine tiefe Bedeutung und Verbindung. And the will of the Father, he wants someone on earth from every single mother tongue worshiping Jesus at the same time they're doing it in heaven. La volonté du Père, c'est qu'il y ait. Was Gott will, ist, er möchte von jeder einzelnen Muttersprache jemanden haben, die Jesus preisen in ihrer eigenen Muttersprache im Himmel. If our gifts and our callings, and part of the gifts is our mother tongue, is without repentance, he doesn't change. There's something he does to use that in heaven. Et si nos dons, nos appels sont irrévocables, unsere Begabung und unsere Berufung sind auch in unserer Muttersprache. But for many decades, a leader in Thailand. Donc j'ai partagé ces choses avec Rob, qui est un leader. Ich habe das mit Rob Reed geteilt, einem Leiter in Thailand. And his mother tongue is English. Sa langue maternelle, c'est l'anglais. He married. Und seine Muttersprache ist Englisch.
her mother tongue is Spanish. Und er hat seine Frau geheiratet, ihre Muttersprache ist Spanisch und sie kommt aus Venezuela. Vater und Mutter und ihre Kinder, die haben drei Sprachen. Er erklärt, was mein Sohn sagt. Er war ein Schuljunge. Vater, ich wähle Englisch als meine Sprache. Er war schon fließend in drei Sprachen. Son, I love you. Oh, I like that. Parce que papa, quand tu me dis mon fils, je t'aime, quand tu me le dis en anglais. Und so, er sagte, wenn du es in Englisch sagst, ich liebe dich, Sohn, ich liebe das. Sais, qu'est-ce que tu veux dire? Und ich weiß, was du sagst. When you say yo te amo mi hijo, oh dad, that goes deep. Mais papa, quand tu dis und mein Vater sagte, wenn du mir sagst, ich liebe dich, mein Sohn. Vater, das geht so tief. Das ist seine Muttersprache. Und was ist der Unterschied zwischen ich mag es und es geht tief? Europeans weep when they suddenly realize I am forced to speak a language in school, in government, in all different ways that is not my mother tongue. And yet when I get to my mother tongue, something goes deep. Et j'ai vu des Européens en fait qui étaient en larmes. Viele Europäer in Europa gesehen, die weinen, wenn es darum geht, in der Schule eine Sprache zu sprechen, nicht ihre Muttersprache ist. Oder wenn es dann halt ihre Muttersprache ist, weil es so tief geht. J'ai eu donc deux Européens qui étaient du même pays. Ich hatte zwei Europäer und sie hatten zwei unterschiedliche Muttersprachen. Je leur ai demandé, je dis, mais est-ce que vous ressentez une pression? Ich habe sie gefragt, werdet ihr unter Druck gesetzt von anderen im Land, dass ihr eure Muttersprache nicht benutzt? Sie sagten, ja, natürlich. Da ist etwas in der Muttersprache, das einen Vorteil hat im Geist. God can use market languages. Yes, he does. Bien sûr que Dieu peut employer le langage qu'on utilise. Gott kann die Sprachen nutzen. Mais j'ai cette question à vous poser. Why did he give birth? Ich habe diese Frage für euch. Acts chapter 2, verses 5 through 12. Why did he do it through mother tongues, even different mother tongues at the same time? Et ma question, c'est alors pourquoi est-ce que Dieu a donné naissance au christianisme? Warum gab er Geburt der Christen? Im Geist, in der Apostelgeschichte geschrieben, Kapitel 2. Und warum gab es sie in den verschiedenen Muttersprachen? There is something of trust when you hear it in your mother tongue that is a little greater trust than others. Il y a beaucoup de raisons, beaucoup d'entre elles, je les connais pas. Mais ich, une des raisons, c'est parce qu'il y a un niveau de confiance. In dieser Muttersprache, das auch etwas von Vertrauen hat, das in dieser Muttersprache ist. But there's something else, like Watchman Nee said,
you know, with your mind, you can know, you can understand rather, but with your spirit, you know. Et c'est Watchmani qui disait, mais avec ton intelligence, tu peux comprendre. Mit deinem Verstand kannst du etwas besser wissen, aber Et même avec ce couple que j'ai mentionné avant, quand je leur ai dit, mais est-ce que c'est ta langue maternelle? Ich habe mal jemanden gefragt, ist es eure Muttersprache? Und sie haben gelacht, ein beschämtes Lachen. Et je leur ai demandé, mais c'est parce que vous êtes harassé par les paroles autrui quand vous weil utilisez das, weil Leute euch immer hänseln, wenn ihr sie benutzt, die sie verstecken es. I was given a challenge by God. This would be before COVID. Donc avant l'épidémie du COVID, ich hatte eine Herausforderung von Gott bekommen. Das war eine Zeit von Covid. In any area you're going to go into. Er testet dich in jedem Bereich, in den du hineingehst. Broadly, s'il y a quelque chose de large à accomplir. Wenn es etwas Breites abdecken muss. Et très souvent, la grandeur du test, und der Test wird in der Größe des Atems sein. Now, the Lord told me that I was to go to 10 world leaders in 10 days in 3 continents without prior invitations. Le Seigneur il m'a dit, alors j'aimerais que tu aies visité 10 10 weltweiten Leitungen gehen werde innerhalb von 10 Tagen auf 3 verschiedenen Kontinenten ohne Einladung. Sans aucune invitation particulière. What was the 3 for? 3 different continents. Ah oui, pardon. Sur 3 continents différents. Now, any way you look at that, 3 verschiedene Kontinente. Et ça semble vraiment une mission impossible. Que... Jeder, der sich das anschaut, der sagt, das ist unmöglich. Aber ich sagte ja. Et ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est de leur donner Das Einzige, was ich tun musste, war, ihnen eine Präsentation zu geben, der christlichen Magna Carta. Und ihnen eine Karte zu geben. Les deux premiers points de la Magna Carta chrétienne, c'est dont on und die beiden ersten Punkte der Magna Carta ist, dass jeder Zugang hat zu Jesus Christus und daneben. Und der zweite, dass jeder das Recht auf eine Bibel hat. Et cette carte, la Magna Carta chrétienne, das wurde uns gegeben 1981 in Kona, Hawaii. Während der Weihnachtszeit. Und wir haben es ja allen Pastoren und Priestern gegeben, dass sie es sich hinhängen können in Hawaiianisch und auch in Englisch. But back then I took off to see the first one who was the venerated Pope of the Orthodox. Donc le premier chef mondial que je suis allé voir. Und ich habe dann auch jemanden getroffen, der erste Papst war. I just called YWAM in the country and said, ask the Pope if I could meet him tomorrow
which was Sunday, for 2 hours, I didn't know him. Et donc j'ai téléphoné à Jem dans ce pays-là et je leur ai dit ich habe Weibern angerufen und habe gefragt, ob ich den Papst treffen kann für 2 Stunden, um mit ihm zu sprechen. Also ich habe ihn nicht gekannt. And Pope Tawadros II, he said yes, and I met him for 2 hours. Et le peuple Tawadros le deuxième, il a dit oui. Und ich bekam die Antwort, ja, und ich traf ihn für 2 Stunden. In his place where he lived, the Martha House, for an hour and a half. Et j'ai aussi plus tard rencontré le pape de la foi catholique. Ich habe den katholischen Papst für 1,5 Stunden getroffen in seiner Residenz. It's so precise. He hung it in the apostolo in the Vatican, where all the bishops come and meet. Et il a dit, mais c'est incroyable, c'est tellement spécifique. Und er sagte, wow, das ist großartig. Und er hat es genommen und hat es in den Bereich gehängt, wo sich die Priester immer wieder treffen. Archbishop of Canterbury, if you saw the coronation or the funeral of the Queen, you saw him give quite a powerful message on salvation. Et je suis aussi rencontré Justin Welby, l'archbishop. Und ich habe mich auch mit dem Erzbischof von Canterbury getroffen. Wenn du die Beerdigung von Königin Elisabeth gesehen hast, dann kennst du ihn, hat eine wirklich eine wunderbare Nachricht gegeben. Three heads of the biggest Bible societies, British and Foreign, American and United. Ich habe mich mit den 3 größten Köpfen der Bibelgesellschaft getroffen, die Übersetzung unter dem britischen, amerikanischen und der Vereinten. Michael Perot. Donc je connaissais 2 des directeurs, mais je connaissais pas le troisième, Michael Farrell. Und also ich kannte schon 2 von den größten dieser Gesellschaft, aber ich kannte nicht den, der über ihm steht. I know that you're from an Asian country, but you don't look like the others. Et je dis, Michael, je sais que tu viens d'un pays asiatique, mais t'as pas le même. Ich sagte, hey Michael. Ich weiß, dass du aus einem asiatischen Land kommst, aber du siehst nicht aus wie die anderen. Ja, so, bist du dort geboren und aufgewachsen? Und er sagte, ja. Und er sagte, aber ich kam von einer kleinen Insel. Und ich fragte, habt ihr eine andere, eine separierte Sprache und Kultur? Und er sagte, ja. A Bible in your mother tongue. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu as une Bible dans ta langue maternelle? Und ich habe gefragt, hast du eine Bibel in deiner Muttersprache? Et donc là, je parle du directeur de la plus grande société biblique mondiale. Das ist der Kopf der größten Bibelgesellschaft in der Welt. Il a baissé la tête, il a dit non. Er hat seinen Kopf hängen lassen, hat gesagt nein. Il a dit, on n'en a pas besoin, on parle tous des autres langues. Sie brauchen es nicht, sie können alle in der anderen Sprache sprechen. Nein, sie brauchten es nicht. La fois d'après, quand je l'ai vu, il m'a dit, Lauren, ma sœur. Das nächste Mal, als ich ihn traf, hat er gesagt, hey Lauren, meine Schwester übersetzt die Bibel in unsere Muttersprache. Jeder in der Hauptsprache sagt den anderen, wir brauchen die kleinen Sprachen nicht. Nicky Gumbel. Une autre personne que j'ai vue, c'est Nicky Gumbel. Einer von ihnen war Nicky Gumbel. 65 languages, nations. C'est lui qui s'occupe qui a mis sur pied les cours Alpha. Und er hat den Alpha-Kurs entwickelt in 165 Nationen. Er hat gesagt, Lauren, ich wusste nicht, dass du in London bist. Er hat gesagt, hey Lauren, ich wusste nicht, dass du in London bist, erst gestern.
Dime, la semaine passée, j'étais en train d'étudier les notes que tu avais écrites en 1972. Und hat gesagt, ja, letzte Woche habe ich deine Notizen von 1972 in meinen Händen gehabt. 1972, j'avais été l'orateur à l'université de Cambridge pour ich hatte in der Cambridge-Universität für eine Woche gesprochen. Ces étudiants, ils me suivaient partout où je prêchais. Und die Schüler sind mir überall hingefolgt. Brother Andrew and I will be there for a week in a youth camp. Donc Nicky m'a demandé est-ce que tu vas être ailleurs ou non? Er hat gefragt, und bist du noch woanders hier in Europa? Und ich sagte, ja, in Norwegen mit Bruder Andrew. Wir sind dort bei einem Jugendcamp. Nicky said, I was there the whole week and every afternoon I met with you every whole afternoon taking notes. Et Nicky m'a dit, moi j'étais venu chaque jour, chaque après-midi. Und hat Nicky gesagt, ja, ich war dort die ganze Woche und jedes Mal war ich da und jedes Mal, wenn du etwas gesagt hast, war ich da und habe Notizen gemacht. Jeder von ihnen gab mir einen Segen. Ich habe ein Selfie mit allen von ihnen gemacht. Door to door, we covered the entire city, every home giving them Bibles. Et après ça, on est allé au Brésil, on a fait du porte à porte dans chacune des. Und danach war ich in Brasilien und sind von Tür zu Tür gegangen und haben Bibeln verteilt. Saw I was a foreigner, and they said, no, we don't want it, we're Catholic. And I said, just a minute, and I showed them with me with the Pope, and I said, now the Pope told me to tell all Catholics that he wants them to have a Bible. And they said, oh, come in. Et ils me disent, ah, mais non, t'es un étranger, on te veut pas. So, aber sie haben gesehen, dass ich ein Ausländer bin, und da haben sie gesagt, nein, wir brauchen keine Bibel, wir sind Katholiken. Und da habe ich gesagt, ja, einen kurzen Moment, hier ist ja euer katholischer Papst, der hat mir gesagt, mir erlaubt und gesagt, dass jeder Katholik eine Bibel braucht. Und sie haben gesagt, ja, okay, ja, komm rein. Wo ich euch herausfordere, Teil zu sein, ist, es ist die größte Vision. Dass jeder eine Bibel in seiner eigenen Muttersprache hat, denn es gibt nur einen kleinen Prozent, der geschrieben ist, oder die es lesen. Jeder kann in seiner Muttersprache das Wort Gottes hören. I know that voice. He's from my tribe. Parce que même dans les endroits les plus lointains, ils peuvent auch in den weitesten Regionen, in den entferntesten Regionen, werden sie sagen, hey, ich erkenne diese Stimme, das ist meine Sprache. Make sure you have two or three, because two or three, three or four can be witnesses that establishes truth. So we have to have at least three mother tongue people that are bilingual. Le Seigneur, il m'a dit, tu t'occupes de ma parole, alors fais-le à ma façon. Parce que le Seigneur, il nous demande d'avoir trois à quatre. Ja, Gott sagte, du gehst mit meinem Wort um, also mach es auch auf meine Art und Weise. Du brauchst drei bis vier Zeugen, die dabei sind bei der Übersetzung. Und mindestens drei von der Übersetzung müssen zweisprachig sein, in dieser Muttersprache und eine zweite Sprache. So, wir haben es schon in Nigeria angefangen. He has now 50 languages with three translators ready to go. And 36 of them are now on their way. Und donc Paul
Paul Dumtunga in Nigeria. Mindestens drei von den Übersetzern, die bereit sind zu gehen. Und jetzt sind es 36, die rausgehen. So, the first six that started in one week, they translated six books of the Bible. Donc les six premiers langues maternelles, die ersten sechs, die angefangen haben zu übersetzen, haben die ersten sechs Bücher der Bibel übersetzt. Und Marcia Suzuki is saying it's possible to do an entire Bible in a mother tongue in even one year if you have the right people to help. Suzuki et Marcia, elle nous disait que und er sagte, wir würden das so weitermachen. Wir haben alle Sprachen übersetzt in zwei Jahren. Und die Frau sagte, wenn du die richtigen Leute hast, ist es möglich, das auch in einem Jahr zu schaffen. All the translators go over the passage they will do the next day. Le premier jour, am ersten Tag werden die ganzen Übersetzer mit dem Text arbeiten, den sie am nächsten Tag übersetzen werden. Sie arbeiten mit diesen schwierigen Fragen, schwierigen Konzepten, den schwierigen Dingen des Textes, um ihn dann am nächsten Tag übersetzen zu können in ihre eigene Muttersprache. The nation speaks English as their market language. They have 300 languages that have no Bible, and they are the ones that are translating it. Dans son pays, ils ont 300 langues. Also sie haben 300 Sprachen dort und die Hauptsprache, die Marktsprache ist Englisch, aber sie haben keine Bibeln in ihren eigenen Muttersprachen. He has bishops, he has pastors, he has kings, he has the elite in the nation that have that mother tongue, no Bible in their mother tongue, but they have leadership. And they are the translators, not someone coming in from outside. Et en ce moment, dans son équipe de traducteurs, il a des pasteurs, des so bishops, there, he has bishops, Bischöfe, Pastoren, Könige und wirklich elite Leute, die in ihrer Muttersprache keine Bibel haben und die aber in der Leidenschaft sind. Und die anfangen werden zu übersetzen. Und die Erwartungshaltung steigt so sehr, dass sie bald eine Bibel in jeder ihrer Muttersprachen haben werden. Und sie werden einen Jesus-Film in jeder einer dieser Sprachen. Und sie werden den Jesus-Film haben in jeder einzelnen dieser Sprachen. Mein Sohn, ich denke, viele von euch kennen ihn, er ist ein Hollywood-Filmdirektor. Und er hat jetzt schon einige Filme gemacht. Another film called In the Beginning, a film on creation. Und er wurde von Paramount Pictures angefragt, ob er der Direktor und der Schreiber sein möchte von dem einen Film, den sie machen wollen. Der heißt In the Beginning, am Anfang, was auf dem Wort Gottes aufbaut. Wo es über die Schöpfung geht. Und derjenige, der das finanziert, ist ein Billionär und er ist ein Christ. Und er möchte, dass das wirklich
nach der Bibel gedreht wird. Und das sind sechs Bibelgelehrte dabei, die wirklich alle übereinstimmen müssen darin, dass alles wirklich nach dem Wort Gottes ist. Science regarding the universe, there's six of them. One of the best known is Hugh Ross. Il y a aussi six scientifiques qui sont impliqués. Und es gibt es noch Wissenschaftler von sein von den Wissenschaften. Und es sind sechs davon, die dabei sind. Und einer von ihnen ist Hugh Ross. Sie sind alle Christen. Und sie wollen sicherstellen, dass es alles mit der Wissenschaft übereinstimmt. Aber das Wort Gottes, die Bibel, hat das letzte Wort. All of those, they have those as well. Et ils ont aussi toutes ces personnes qui ont aidé George Lucas. George Lucas und so ist dann visuelle Leute, die das alles machen mit Star Wars und auch C.S. Lewis. The Bible history of creation is believed by not only Christians but Jews and Muslims. Und die Bibel wird geglaubt, dass es nicht nur von Christen, sondern auch Muslime glauben an die Bibel. I went before them, the Hollywood, by the way, there's seven categories, but I went before them, Hollywood people, YWAM people, Bible scholars people, and here in Kona, and they have agreed, starting with the financiers, that they want it in every one of the 8,000 mother tongues in the world. Et quand donc il y a quelques temps, je me suis im April habe ich mit ihnen getroffen. Sieben von ihnen waren in Kona dabei, und es waren auch viele Bibelschriftgelehrten mit dabei und J-Memmer. Und es waren verschiedene Leute aus sieben Kategorien dabei. Und sie haben alle damit übereingestimmt, dass sie diesen Film in den ganzen 8000 Muttersprachen haben möchten. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich als allen J-Memmern sagen werde und ihnen davon erzählen werde, Leute zu finden, die die lokale Muttersprache sprechen und die ersten Kapitel von Genesis übersetzen. If it's just as good as they are showing right now. Anyway, this won't come out for another year or two. Donc le film il va pas sortir pour encore au moins un an. Ich habe mir das, was sie schon geschaffen haben, angeschaut. Das Wort ist einfach großartig. Wie zum Beispiel der Garten Eden ist einfach so wunderschön. Wenn es wirklich so ist, wie sie es darstellen, ist herrlich. Aber es wird erst in einem Jahr oder so rauskommen. Also, wir werden Filme in den ganzen Sprachen haben. Einmal werden wir in der Schule haben, wir ein Vorschulprogramm haben. Wir haben Lobpreislieder. Christmas-Chöre. Aber wir haben Lobpreis aus allen diesen herauskommen.
Donc on va avoir des missionnaires qui vont venir de tous ces Von jeder Sprachgruppe werden wir Missionare haben. Au moins une personne jeune de chacune de ces groupes. Junge Leute, zumindest einen. Ils vont venir de partout et ils vont essayer de ils vont So, von überall her werden sie sich ausstrecken, nach überall. Und von überall werden alle Jesus preisen, von überall her, so wie es im Himmel ist, in jeder Sprache. Pray for every language by name. Mais rien de ces choses ne pourra se passer à moins qu'on dise Seigneur. Und es ist nur möglich, wenn wir sagen, Herr, sei du der Herr. Und das ist Gebet, Gebet für die orale Muttersprache. Donc ça, c'est la flèche, c'est la prière. Das ist der Pfeil. We want at least three people praying for each one language. Donc, on aimerait que pour chacun, chaque langage spécifique, wir wollen mindestens drei Leute, die für eine Sprache beten. And my daughter Karen and I have chosen a language we've been praying for now for some time. Every day until they get the word of God. Donc ma femme Darlene et ma fille Karen. So, meine Frau und meine Tochter und ich, wir haben uns für eine Sprache entschieden und wir beten für diese Sprache tagtäglich, bis die Sprache übersetzt ist. Das Ziel ist jetzt, mit dem Gebet voranzuschreiten, vorwärts zu kommen, damit wir bereit sind, denn wir werden von Satan attackiert werden. Und wir bitten darum, sich halt mit dem Vornamen anzumelden für eine Sprache auf der Webseite prayomt.com. Und dann öffnen wir die Tür und wir werden die Sprachen finden. Und viele dieser Sprachen sind in Europa. Und Immigration, das ist das, was Bruder Andrew schon gesagt hat. Ihr kommt nicht zu ihnen, sie kommen zu euch. Und das ist passiert. Das sind die Probleme in unserer Nation. Nein, sie sind die Antworten auf eure Nationen. Wenn sie haben das Wort Gottes und wenn dann sehen, und wir werden dann sagen, oh wow, sie sind besser Christen, als wir sind. Und das ist ein Teil von dem großen, von der großen geistigen Erweckung, die passieren wird, seit wir sehen Millionen, die zu Christus kommen. Das ist die Welt dazu vereint zu nehmen, um für die Mission. Wir müssen mindestens 1000 neue Zentren gründen.
C'est impossible de s'engager dans cette vision sans voir une croissance exponentielle. Es ist kein Weg, das zu sehen, ohne dass wir großes Wachstum sehen. Und wenn wir das haben, was wir jetzt haben, dann erreichen wir uns einfach nur Peanut Butter Erdnussbutter-Sandwiches, die wir mit Erdnussbutter, die wir aus Holland kaufen. Wir haben etwas Großes zu tun. Und Chang Ho ist in der Lage, euch zu erzählen, wie. Und ich weiß, es ist nicht die Zeit, aber ich habe mehr als anderthalb Stunden von euch genommen und mit der Übersetzung nimmt es mehr Zeit. Jetzt, dann, durch die Arbeit mit Dick, Hans und Chang Ho. Vous pouvez organiser une date. Elles peuvent venir vous visiter. Und ja, schreibt ihnen Nachrichten und sie werden zu, in den nächsten Wochen zu euch kommen. They have brought great release. Parce que partout où ils vont, ils amènent vraiment wo immer sie hingegangen sind, haben sie eine große Befreiung gebracht. Ils sont aussi très terre à terre. Eine Freisetzung. Und sie sind auch sehr praktisch. Chang Ho was out in Nigeria. They've been all over Latin America. They've been in a lot of places already. Donc Chang Ho, il était en Amérique latine. Il a été au Nigeria. Und ja, Chang Ho war in Nigeria und auch in Lateinamerika. Sie waren schon an vielen verschiedenen Orten. Und ich bringe Zentralasien mit rein. They are now moving into this. Il est même allé dans des endroits qui sont très fermés. Und einschließlich der am meisten verschlossenen Gebiete, da geht es jetzt hinein. They will make it plain and show you how you can be a part and multiply your vision, your ministries and your impact on the world. Es scheint unmöglich zu sein, aber sie haben einen Plan und sie machen den Plan gemeinsam und sie können zeigen und macht es eure Vision, eure Mission. Ja, Chang Ho, wenn du da bist, dann gib uns einfach 5 Minuten. Und gib uns einfach 5 Minuten plus 5 Minuten Übersetzung etwas dazu. Ja, vielen Dank, Lauren. Es ist großartig, dir zuzuhören. In den letzten 4 Monaten sind wir zu vielen verschiedenen Orten gereist, um über OMT zu sprechen. Und ja, was ihr heute gehört habt, ihr solltet jetzt wahrscheinlich tausende Fragen haben. Und wir werden es aber verarbeiten in den nächsten Tagen. Und ich kann dir sagen, wir haben Antworten für die Fragen. Lass mich ganz schnell sagen, was in den letzten Monaten passiert ist. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? So, Lauren has created regions around the world. Lauren a créé des régions tout autour du monde. Lauren hat die Regionen der Welt geschaffen. Donc on l'a lancé pendant le cercle des fondateurs à Kona. Wir haben es dann in Kona im Kreis veröffentlicht.
und an einem Haupttreffen mit den ganzen Schülern und Mitarbeitern. Et ensuite, on s'est lancé sur la route. On est tout d'abord allé au Mexiko. Und dann haben wir die Welt getroffen. Wir sind zuerst nach Mexiko gereist. Beaucoup de leaders de ministères ont voyagé pour und die viele Leiter, Missionsleiter, sind sehr offen, die die Nachricht von Lauren zu hören. On allait en Colombie, où quatre nations ont été représentées. Und wir waren in Kolumbien und da waren vier verschiedene Nationen präsentiert und wir haben reingezoomt. Und sie haben alle Ja zu OMT gesagt. And then we went to four locations in Brazil. Und dann sind wir nach Panama gegangen. And many base leaders, dann sind wir zu vier Orten in Brasilien gegangen. Und viele Zentrumsleiter von verschiedenen Orten sind weit gereist, um zu uns zu kommen. Wir sind natürlich auch nach Portugal gegangen, wo wir die erfahrensten Übersetzer in Vietnam haben. Und es sind auch wieder viele verschiedene Zentrumsleiter gekommen. Wir sind nach Sao Paulo gegangen. Und dann zum Schluss endlich waren wir in Curitiba mit vielen Leitern. Wir sind auch nach Nigeria gegangen, wo sie einen großen Durchbruch hatten. Als wir dort waren, sie viele Sprachen in 13 Büchern. Ich kann euch sagen, es kann getan werden und wir haben es in Nigeria gesehen. Und wir waren natürlich auch in der Türkei und hatten eine großartige Zeit mit den Leitern dort. Und sie haben in der härtesten Sprache der Welt übersetzt. Wir sind auch nach Kirgisistan gegangen und die sind alle sehr angetan von OMT. Wir müssen ja nur noch nach Europa, Asien und in die Staaten. Ich möchte euch die Internetseite zeigen. Und wir müssen beten und dann tun wir die Übersetzung machen. Lauren hat den Glauben, jeden J-Missionar der Welt zu mobilisieren. Und wir haben die Werkzeuge dafür. Zum ersten Mal in JMEM haben wir unsere eigenen Daten. On a travaillé avec Wycliffe et d'autres organisations de traduction. So, ja, wir haben Wycliffe und andere Organisationen, mit denen wir gemeinsam arbeiten. But from here on, this is our YWAM data. Mais à partir de maintenant, c'est cette base de données. Auch von hier an, das ist unsere JMEM-Daten. C'est dans cette structure qu'on va s'occuper de nos données. Das ist, da werden wir jetzt Sprachen hinzufügen. Denn OMT ist ein internes JMEM, eine interne JMEM-Bewegung. Wie mobilisieren wir alle JMEM-Missionare über der ganzen Welt? Gib mir eine Offenbarung. Il y a une chose que chaque personne de JMEM sait faire.
Also, ich gebe mir, nenne mir eins, dass jeder J-Nummer weiß, wie man es benutzt. Wir alle wissen, wie man Flugzeugtickets kauft. Und wir haben es kreiert und wir haben es so geschaffen, dass es so aussieht, als ob man ein Flugzeugticket kauft. Auf der linken Seite filterst du und suchst du. In der Mitte ist das Suchergebnis. Und auf der rechten Seite ist der Button zum Bestätigen. Ich möchte es nur mal sagen, das sind JMEM-Daten. Wir werden die Sprachen hinzufügen und wir werden den Status aktualisieren. Also für OMT, wir haben keine Mindestpopulation. Wir werden alle Muttersprachen hinzufügen, egal ob sie nur eine oder zehn Personen sind. Und wir glauben, dass jede Muttersprache es verdient, eine Bibel in ihrer Sprache zu bekommen. Ihr könnt private oder öffentliche Gebetsgruppen starten. Und ihr könnt auch Leute einladen, für eine Sprache zu beten. Wenn ihr drei oder vier Leute für eine Sprache beten, dann seht ihr den Haken. Wir wollen einen Haken für jede Sprache in der Liste. Wir haben auch eine Wikipedia geschaffen für jede Sprache. In Vietnam werden wir die größte Sprachen-Datenbasis schaffen. Die Internetseite ist von der Gemeinschaft. Wenn du dich einloggst und dich für ein Gebet anmeldest, siehst du eine andere Seite. Du wirst dann deine Gebetsgruppe sehen und hochgeladene Audiodateien. Ihr seht auch, welche JMEM-Zentrum hat ein Team geschaffen oder eine Gebetsgruppe geschaffen. Ich schaue es ganz schnell, was die meisten nicht sehen werden. Nur einige können es sehen, aber ich möchte euch zeigen, dass wir das in Vietnam haben. In Vietnam sehen wir in Echtzeit, was mit der Übersetzung passiert. Ihr werdet eine Sprache auswählen. Ihr werdet ein Buch auswählen und ihr werdet ein Team schaffen. Und dann werdet ihr die übersetzten Dateien hochladen. Und dann werden wir deutlich sehen, welche Sprachen schon gearbeitet wurden und welche und an welchen wir noch arbeiten müssen. Und bei den Zentren und Webnummer können sich natürlich auch dafür anmelden.
Wir lassen ein Update darüber, über die Technik und Wirkung, die wir haben. Und ich freue mich darauf, in euer Gebiet zu kommen, wo ihr die Fragen habt. Of course, we received the vision. Lauren, you've been sharing that, and that is so significant for us that it also becomes our vision. The Father's ja, danke, Jeho, für das uns wieder gezeigt. Das ist so wichtig, das ist so gut. Und danke, Lauren, für die Vision, die du mit uns teilst. Das ist Vaters Vision und das Gebet wird ein Teil dessen sein. Hans Christian wird nur ein paar Dinge mit uns teilen, die helfen, hier in Europa mit den nächsten Schritten. Danke, Dick. Danke, Lauren, dass du das mit uns teilst. Ich habe dich jetzt schon einige Male gehört und das ist jetzt das Beste, was ich von euch gehört habe. Das war wirklich sehr schön von euch zu hören. Und Jay Hong, danke für deine harte Arbeit. Und ich weiß, dass er am Anfang der Arbeit, da war die Arbeit. Ich habe so eine große Arbeit zu tun und perhaps just speak slowly. Yeah, I can start try to make some break in between and see if Barbara comes on. So we a few of us have been talking a little bit how we can try to make some steps forward in Europe. And we know that there is a lot to learn and a lot to see how we can implement this vision. Wir wissen, gibt es viel, was wir lernen können und wie wir diese Mission angehen können. Und wir wissen, dass es Zeit braucht. So wie wir gehört haben, ist Jean-Ho bereit, nach Europa zu kommen. Wir müssen die Zeit finden, und auch hier in Europa, dass wir so viele wie möglich sich treffen können. Hold on for a few seconds and get Barbara back. Einen kurzen Moment, wir warten auf Barbara für die französische Übersetzung. Help a little bit. Just at the moment, I can't find her on the list. International Register of French is logged in. We are in good hands with you, Mike. Thank you so much. Wir sind mit dir im guten Händen, Mike. Danke für deine Arbeit. I'm so sorry, we had a power cut. I lost everything. Okay. Hi, Barbara ist zurück. Okay. Ah, es tut mir so leid, wir hatten einen Stromausfall und ich habe alles verloren. Donc de nos petits groupes, on a discuté aujourd'hui. Als wir heute in unserer Kleingruppe gesprochen haben, das sind die, die von euch bereit sind, bei OMT mitzumachen. Dann könnt ihr diesen Link ausfüllen, den ich im Chat sende. Et on peut donc rassembler toutes les personnes qui sont intéressées et on peut aussi organiser und wir können dann zu dir zurückkommen und uns dann in weiteren Zoom-Meetings mit dir treffen und weiteres besprechen. Et quand Chang-Ho viendra en Europe, on va organiser un voyage où il peut aller und toutes les die Idee ist, dass wenn Chang-Ho nach Europa kommt, dass wir viele Meetings haben. Je pense pas qu'il pourra visiter chacune des nations, chacune des villes, wir können eventuell nicht in allen Nationen sein, aber wir können in Schlüsselorten sein, wo wir alle zusammenkommen können. On va aussi commencer par la prière ensemble.
Wir möchten auch mit einer gemeinsamen Gebetszeit beginnen. Sur le formulaire, le questionnaire, vous pouvez aussi cliquer pour être faire partie de quelqu'un. Und auf diesem Formular könnt ihr auch sehen oder anklicken über Gebet für OMC. Und dass wir Geschwindigkeit aufnehmen können. That Johnny has created in Amsterdam. So there's a link coming in the chat now. Et ce qu'on va commencer à faire aussi, c'est un groupe ouvert de Facebook. C'est quelqu'un wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die Johnny gegründet hat. Der Link kommt jetzt gerade im Chat. I mean, that way we can create something for the awareness of what's happening already with OMT. Et on va construire sur ce momentum et on va sensibiliser le. Und dort können wir auch mehr Dinge teilen und hinzufügen und auf dem Laufenden halten, was mit OMT passiert. On veut pas essayer de contrôler, on aimerait vraiment que ce soit un mouvement qui vient du. Wir möchten nichts davon kontrollieren, wir möchten, dass es wirklich von Grassroots heranwächst. Mais quand on entend à droite à gauche, qu'est-ce qui se passe, on peut vraiment se. Aber ich denke, wir können uns gegenseitig stärken, wenn wir hören, was passiert. What we have done so far, and if you have thoughts or comments or things that you'd like us to, how we can do things together in Europe, please let us know. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais si vous avez d'autres idées, on ja, das sind die Dinge, die wir bis jetzt geschaffen haben. Und ja, wenn ihr Ideen habt, Gedanken habt, dann lasst uns wissen, wie wir Dinge hier in Europa tun können. Donc notre espoir, c'est que ça nous aide et que ça nous serve. Und hoffentlich kann es das helfen und dienen. So, Susan, we'll take over from now. Voilà, Susan. Okay. Thank you. Ja, an Susa wird das Wort jetzt übernehmen. Yes, yes. Okay. Thank you so much, Hans. Merci. And that is a lot to digest. Danke so much, Hans. But it is, das ist eine Menge zu verdauen. On a beaucoup de choses à digérer de ces dernières heures. Nach den letzten Stunden. And I would just like to give a short summary what we heard tonight. Ich möchte gerne eine kurze Zusammenfassung für heute Abend geben. Also hauptsächlich, was ich gehört habe, ist oral, orale Muttersprache. Jede Sprache ist wichtig. Etwas, das passiert, wenn was etwas in deiner Seele öffnet, wenn du Gottes Wort in deiner Muttersprache hörst. Part one of the Great Commission was the geography part, but the part two is the demographic part. Ce que j'ai entendu, c'est que la première partie, c'est der erste Teil der großen Mission war geografisch und der zweite Teil ist demografisch. Denn Gott ist ein persönlicher Gott. Er möchte eine persönliche Beziehung mit jeder Person. Das ist etwas, das Gott Lauren gezeigt hat. Mais ce soir, la question, c'est, est-ce que tu vas t'en emparer personnellement? Heute Abend ist die Frage, machst du es zu deinem eigenen? Tu te souviens de l'histoire du char à foin, de la ferme en Suisse? Erinnerst du dich an die Geschichte mit der Farm, mit dem Bauernhof in der Schweiz? Est-ce que cette chose devient ta vision? Wird es zu deiner Vision? Et ces choses se passent au travers d'une ouverture d'esprit. Und das passiert durch eine Offenheit in deinem Geist. Und das passiert durch Gebet. Et c'est pour ça qu'on a se rencontrer par Zoom, on peut prier même si c'est juste une petite demi-heure. Das ist, warum wir verschiedene Gebetsgruppen haben möchten über Zoom. Wir möchten ein regelmäßiges Treffen über Zoom, also auch eine halbe Stunde gemeinsam beten.
On a toujours fait l'expérience que c'est lorsqu'on prie que Dieu nous montre dans wir erleben, dass wie Gott durch Gebet führt und was passiert. Quand je préparais cette rencontre, j'ai parlé avec Paul Natunga au Nigeria. In den Vorbereitungen für dieses Treffen habe ich mit Paul Natunga in Nigeria gestern gesprochen. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dirais pour cloître la réunion? Und ich habe ihn gefragt, was würdest du am Ende sagen? It can be done. Il a dit, dis-leur que c'est possible, on peut le faire. Und er sagte, hey Suse, sag, es kann geschaffen werden. Et lui-même, il disait, pendant quelques temps, j'avais de la peine à vraiment... Ich habe wirklich damit gekämpft, das wirklich zu verstehen. But then, bit by bit, through prayer and revelations, I got an understanding how to do it. Il a dit, mais finalement, par la prière et la révélation, j'ai quand même compris comment... Aber durch Gebet habe ich dann später ein Verständnis dafür bekommen. Und jetzt sehen wir wirklich eine Bewegung von Gott. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait voir qui vient depuis l'Europe. Und das ist auch etwas, was wir hier in Europa sehen werden. We cannot even dream about it. Ça va rassembler notre famille à un niveau global. Und es bringt unsere Familie zusammen, weltweit, wie wir uns das in unseren Träumen nicht vorstellen können. Lauren to pray for us, that yeah, this can be done and that we are a part of it. Donc je vais vous inviter à devenir partie, faire partie de cela. Ja, je vais inviter ich möchte einfach, dass ihr öffnet eure Herzen und mit Lauren bitten, kannst du noch für uns beten, dass es wirklich getan werden kann. Dig afterwards and then we also have a little bit of a surprise for you. Do I translate the prayer too or do I not translate the prayer? So und dann let them translate over the top. Okay. Okay. I'll talk slowly. Lauren wird jetzt noch beten. We are translating the whole Bible, because if you do away with the Old Testament, you're doing away with law, and therefore grace doesn't carry us multi-generationally. You have to have both together to have generational worldwide changes. So don't just don't think only New Testament. Etwas, das ich noch nicht gesagt habe mit der Bibelübersetzung. Wir übersetzen die ganze Bibel, nicht nur das Alte Testament. Denn wenn wir nur das Alte Testament übersetzen, dann ist es mehr das Gesetz. Mit dem Neuen Testament geht es um die Gnade. Also wir brauchen übersetzen die ganze Bibel. Lord, I take their hand spiritually into my hand, like ja, ich nehme geistlich ihre Hände in meine Hände. So wie wir es bei, wie wir sehen, dass der Prophet Elisa es mit dem Elijah es mit dem König macht. Und wir sind Familie, Könige und Königinnen. Und so, als solche bete ich, dass du uns leitest und dass wir den Pfeil des Gebets abschießen. Lass ihn um die ganze Welt gehen, zu jeder Sprache, im Namen, dass wir die Sprache benennen und dass wir die Menschengruppe benennen, die die Sprache hat. Ich bitte, dass wir ein neues Level betreten, das wirklich die ganzen Erdmittel abdecken wird im Gebet, im täglichen Gebet. Und dass, wenn wir auch Nachrichten zurückbekommen, wenn diese Sprachen entdeckt sind, dass wir individuell beten, im Namen, Leute beim Namen, welche Dinge, die passieren, die Übersetzer, die gewählt werden aus den Menschengruppen, dass sie in das Team und die
und die Gemeinschaft bei unserem Lippenzentrum hineingebunden haben, dass sie Leben zu uns bringen und dass wir Erfahrung bringen und das Verständnis. Und wenn wir das gemeinsam tun, wir werden so viele beigesetzt sehen, die den Boden immer wieder schlagen mit den Pfeilen, wieder und wieder und wieder, und dass wir immer wieder den Boden schlagen mit den Pfeilen, bis jede Sprache die ganze Bibel hat und viel, viel mehr. Danke, Herr. Das, wo wir als erstes unseren ersten Schulen gegründet haben, 71, 72. Ich kann mich daran erinnern an die ganzen Schulen und die Nation. Und auch Billy Graham hat bemerkt, was passiert ist 1974. So wie er es den 150 Menschen gesagt hat, was das, was Gott getan hat, das, was Gott tut, tut er dort mit mir. Ich bete, dass du uns den Gefallen gibst, etwas zu tun, das viel größer ist und viel teurer, viel globaler und viel spezieller. You're giving us bookends. You gave us the vision. Lass es für deine Heiligkeit sein. I pray that you'll give us lass uns das Buch geben, die Vision, die anzufangen. Gebe es uns die Vision, unsere Seelen mit der Vision zu durchkämpfen. Unsere Gefühle mit der Vision. Stärke mit dieser Vision. Perfekte Liebe, die alle Angst verbreitet. Und ich danke, dass du das wirst. Ich bete für die Seelen und die Seelen, dass ich nicht nur über diese komme, sondern durch diese zu anderen. Dass er die Vision explodiert in ihren Herzen. Das, was in, das er auf der Erde passiert, wie der Vater es will. Und so wie es im Himmel getan ist, in Einsprachen, dass die Sprachen, dass sie wieder die Tür machen, dass wir wissen, wer sie sind und wo sie sind, dass die Türen offen sind, die nur die offen sind. Wir beten und wir sind am thank you, Lawrence, so much for the message, but also for your prayer for us as a YWAM Europe community. Merci, Lauren, pour tes prières et aussi pour le message pour nous en tant que danke, Lauren, für deine Message, für deine Nachricht und auch für dein Gebet für uns, für unsere Gemeinschaft. De passer ce temps avec toi ce soir. Es ist wirklich eine Freude, diesen Abend mit dir gemeinsam zu verbringen. We respect you. Wir lieben dich so sehr. Wir respektieren dich. Wir sind sehr dankbar für dich und Darlene und der Mission. J'ai ouvert le que certaines personnes ont la liberté de partager des moments d'appréciation ce soir pour toi. Dass Leute, einige Leute einfach Gott etwas sagen können über dich. Sind wir ja mit von Scotland. Lauren, I'm one of those that joined the mission in the 70s. Alors, je suis une des personnes qui s'est mis joint dans les années 70. Ja, Lauren, ich bin eine von denen, die die Mission in den 70ern beigetreten ist. Ich bin einen langen Weg mit euch gegangen. Und ich erinnere mich daran, wie du es mit uns geteilt hast und auch diese Kultur, die wir das machen. Du hast mis des visions dans nos cœurs, les prières cardinales. Du hast Visionen in unsere Herzen gegeben.
Et ensuite, Dieu, il nous a donné la capacité d'accomplir ces choses. Und dann hat Gott es uns möglich gemacht, dass wir es erfüllen können. J'ai la même chose dans mon cœur. Ich habe dieses gleiche Gefühl in meinem Herzen, dass Gott dieses, dass wenn Gott die Vision herausbringt, dass wir sie erfassen können und dass wir sie erfüllt sehen werden. Und als eine von vielen Frauen in der Mission, j'aimerais vraiment t'honorer en tant que femme dans la mission que tu as fait la place pour les femmes. Als eine der Frauen von den Missionaren, Eric, wirklich sehr launische Danke sagen, dass du es möglich gemacht hast, uns einen Platz gegeben hast als Frauen in der Mission, dass wir dienen können in der ganzen Welt. Je t'honore vraiment profondément toi et Darlene. Ich verehre euch, ich verehre dich wirklich sehr, dich und Darlene. Vous avez été mes mentors. And one of the greatest deposits in my life. Ich bin von euch begleitet worden. Mirroring the generosity of the Father to the world. Et la plus grande chose que tu as déposée dans mon cœur, c'est que tu es comme un miroir de und, la eines der größten Dinge für mich sind dein Widerspiegeln und die Güte des Vaters, die der Vater für die Welt hat. Et tout ce que tu nous as toujours demandé de faire, c'est toujours des choses que toi et Darlene, vous aviez déjà fait avant nous. Vous n'avez jamais demandé de faire quelque chose que vous n'aviez pas fait vous-même. Thank you for your generosity. Merci pour ta générosité. I remember the time when you danke für deine Großzügigkeit. Ich erinnere mich an die Zeit, als du deine Möbel weggegeben hast. And it marked us in this mission. Et de cette mission, ça m'a vraiment marqué. Thank you. Und es hat uns gezeichnet in der Mission. Merci, je m'en honore, précieux Lauren. Danke, ich ehre dich, werte Lauren. We go to danke. Lena from Belarus. Lena, would you be available to speak? Alors, Lena de la Biélorussie. Just unmute her. Lena von Weißrussland, bist du in der Lage zu sprechen? Yeah. When Iron Curtain fell in the former Soviet Union, quand le rideau de fer est tombé dans l'Union soviétique, ich erinnere den Vorhang war der Sowjetunion. Die J-Missionare waren die erste Welle von Missionaren in der UdSSR. Ils sont venus de mon pays, en Biélorussie. Sie kamen zu einem Land von Weißrussland. Et pour moi, rencontrer James, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Und für mich, J-Mission zu treffen, war ein Teil von Leben. Ich habe für die J-Mission-Teams übersetzt. After I did my DTS and SOE, along with other missionaries, we started a base in Minsk in 1995. Et après avoir fait mon école de disciples, mon école d'évangélisation, und nachdem ich mein DTS getan hatte, noch eine andere Schule, dann haben wir mit anderen Missionaren gemeinsam in Minsk ein J-Mission-Zentrum gegründet. Und von Weißrussland sind viele Missionare in die ganze Welt gegangen. Le bouquin Pourquoi pas les femmes? Und das Buch Warum nicht Frauen, das hat mich am meisten beeinflusst. Und es hat mir geholfen, Leiterschaft anzunehmen und der Teil der Mission in der Welt zu sein.
And your teaching, hearing the voice of God, really changed my life. Et l'enseignement sur écouter la voix de Dieu a totalement changé ma vie. In fact, dein Unterricht in Gottes Stimme hören, das hat mein Leben wirklich verändert. En fait, il y a quelques semaines, j'ai trouvé des enseignements sur YouTube et je les ai écoutés. Und ich habe eine deiner Unterrichte auf YouTube gefunden und in den Vereinigten Wochen angehört. Merci pour ton corps, pour ton, le cœur que tu as montré. Et danke so much, danke so sehr für dein Herz für die sowjetische Union. Et, on va être fidèles à l'appel. Und wir sind treu bis zum Grund. Vielen Dank. Thank you so much. Merci. From Lausanne. Are you? Danke, Elena, dass du dein Herz mit uns teilst. South African. Okay, there you are. Lauren, It is so wonderful to sit here with our staff listening to you tonight. Lauren, c'est vraiment merveilleux d'être là. On est assis avec le Lauren, es ist so wunderbar, hier mit den Mitarbeitern zu sitzen und dir zuzuhören heute Abend. Parce que le Seigneur t'avait amené ici, Darlene et toi, c'était ta maison. Der Herr dich und Darlene und dir hergebracht hat und gegangen. Einige Jahre hat er dich wieder zurückgebracht. J'ai eu le privilège de venir ici quand j'avais 18 ans, quand tu étais le responsable de la base. Und ich hatte das Privileg, hier als 18-Jährige dabei zu sein, als du der Zentrumsleiter warst. Et j'oublierai jamais comme tu connaissais chacun des étudiants par leur prénom. Und ich werde niemals vergessen, wie du jeden einzelnen beim Namen kanntest. Et tu descendais l'escalier, tu disais, oh, Lausanne est à Lausanne. Und du bist die Treppen heruntergekommen, hast du gesagt, oh, Lausanne in Lausanne. Classroom where we're standing tonight. Et tu m'as tellement impacté en mettant une und, carte du monde dans la classe in den das Klassenzimmer gebracht hast, wo wir heute Abend sind. Et depuis cette salle de classe, depuis cette même carte, des personnes ont prié beten für die ganze Welt, Missionare in die ganze Welt gegangen. On a capturé cette vision des nations qui est dans la Genèse und, et aussi die Vision für die Nation zu haben mit der Genesis und like tonight to create platforms for you to teach the truth of God to bring the nations together. Et c'est un privilège de faire partie d'une plateforme comme ce soir. Und ein Teil davon zu sein, um eine Plattform zu schaffen, dass du die Wahrheit predigen kannst und dass viele Menschen bewegen wird. I learned so much from you, but I learned that not only are you serious, but you like to have fun. J'ai appris beaucoup de toi que non seulement tu as dit que und du sagst, diese Vision ist größer als die mit den Wellen. Today we cannot say but yes to this next vision that God is faithful and He will do it. Et quand on regarde l'accomplissement de la vision de und von der Vision, die wir damals hatten, die wir jetzt sehen, als Teil der ersten Vision, sagen wir ja und dann ja, wir werden es sehen. Und durch die ganzen Feiern von Jotnem und den Generationen. Lauren, ich liebe dich, ich liebe dich mehr als Worte es ausdrücken können. Thank you for your belief, thank you for your love and thank you for your great faith. We honor you, I honor you and I love you. Et merci que la flamme elle va continuer à brûler et nous t'aimons et nous t'honorons. Der Plan wird weitergehen und wird sich erfüllen. Ich ehre dich, ich liebe dich. Merci Lausanne pour ces paroles très personnelles d'appréciation. Danke Lausanne für deine persönlichen Worte der Anerkennung. Alors notre leader de Norvège va aussi partager quelques mots. Jetzt ist hier Jan von Torland von Norwegen eingeladen, ein paar Worte zu sagen.
Danke, Lauren, für deine Freundschaft. Merci, Lauren, pour ton affection. Tu dis que tu es bipolaire parce que tu as été au Nord. Ja, du hast gesagt, du bist bipolar und ja, du warst ja schon fast beim Nordpol oben. We are so grateful for that. Tu as été un ami et je te remercie pour cela. You have seen us. Du bist wirklich ein Freund und wir sind so dankbar dafür. Du hast uns gesehen. Du hast pleuré avec nous. Du hast mit uns geweint, du hast mit uns gelacht. Du hast uns inspiriert. Du hast appris à écouter la voix de Dieu et à lui obéir. Und höre die Stimme Gottes und gehorsam. Du hast uns unterrichtet, Dinge anzugehen. Und junge Leute anzufangen und wir versprechen dir, wir werden damit nie aufhören. Merci d'avoir partagé ta vision ce soir. I think I understood it. Und danke, dass du deine Vision heute Abend mit uns teilst. Ich denke, ich habe es verstanden. Wort Gottes, das von seinem Herzen, dass es an alle Nationen geht. Maybe there will come persecution, but there will also come revival and a huge harvest. Et je pense qu'à cause de ça, il y aura la persécution, mais va aussi. Und, ja, es ist, ja, wahrscheinlich kommt auch Verfolgung, da kommt aber auch Erweckung. Thank you, Lauren. Donc, merci, I would like to pray a prayer firstly in English, but then I would do the Aaronic benediction in Norwegian. Je vais prier en anglais, mais après je vais aussi faire une bénédiction norvégienne. Ich bitte zuerst in Englisch und dann bitte ich auch noch im Segen in Norwegisch. Lass uns beten. Our Father, tonight we want to bless Lauren and Darlene, the children, grandchildren. We pray that the Lauren und deinen Söhnen to complete their race. Wir beten dich für die Gabe des Glaubens. Thank you, Jan, for praying the blessing upon Lauren and Darlene. Merci, Lauren, and Darlene. Sur Lauren et Darlene. We also know that tomorrow is a very special day for you. Danke, Jan, für Lauren wird es und sie sieht mich. It's actually also for Ula and me because und morgen, Lauren, ist ein besonderer Tag für dich. You're turning 88. Donc de demain, tu as 88 ans. Moi, c'est aussi mon anniversaire de mariage. C'est natürlich auch für meine Frau mich. Es ist ein besonderer Tag, aber es ist nicht so wie bei dir. Du wirst 88. So, ich würde es lieben, für alle, die ich gleichzeitig Happy Birthday zu singen. Ja, ich würde Mike fragen, kannst du uns alle unmuten? Happy birthday, dear Lauren. Happy birthday to you. Happy birthday. Woo! Good morning. Thank you.
My best. That's diversity of culture and language. Historia. That's YWAM. Quelle grande diversité de culture. C'est bien gêné son mission. Sorry for the chaotic way that came across, but here are hard. Unterschiedlichkeiten in Jotten. So wunderbar, dass ich Jotten. YWAM is chaotic. Ja, ja, das kam rüber. For a special day tomorrow with your family, and again, so much gratitude that you were able to connect with us tonight. Donc on prie pour toi pour demain que tu passes une bonne journée avec ta famille. Ja, wir beten für dich, Lauren, für deinen Geburtstag morgen und für deine Familie. Danke für den Abend. Wir übernehmen Verantwortung für die Dinge, die wir gehört haben. In unserer eigenen Leiterschaft im Zentrum. Und wir vertrauen den Heiligen Geist, dass er tut, was er gesagt hat, dass er tun will. Donc je vais terminer la soirée, mais est-ce que tu as une dernière parole pour nous? Ich möchte den Abend beenden, aber Lauren, hast du noch ein Schlusswort? Really family. Thank you for putting up with me. Je vous aime, je vous bénis, vous êtes une vraie famille, et merci de ich liebe euch, ihr seid großartig, ihr seid Familie, ich liebe euch. Und Lauren, wir sind 49 Nationen hier heute Abend. Ja, Michael, ich war schon in vielen von diesen. Alors, juste avant de fermer le lien, deux, trois commentaires. Danke, Mike, für den Kommentar. Noch ein paar letzte Worte für den Abend. Merci à tous les traducteurs et à l'équipe de technologie aussi. Danke auch für die Techniker und auch für die Übersetzung heute Abend. Es ist sehr geschätzt. Wir haben es auch aufgenommen und auch die Übersetzung. Wir machen es in verschiedenen Sprachen zu geben. Und wir treffen uns wieder eines Tages. So, wir segnen euch und den Abend und Lauren, zusammen bin ich für dich und danke dir. So, tschüss.